Die Probleme der Welt zu lösen, ist so einfach wie ein Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Mein altes Beispiel. Und da werden die einen sagen, das geht nicht, und die anderen schmunzeln bloß und sind fassungslos, dass man das nicht sofort sieht, wo das Problem liegt bei dieser kleinen Aussage, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Es geht letztendlich um ein Missverständnis, weil man nicht genau zugehört hat, weil man sich nicht bewusst ist, was jetzt eigentlich wirklich da ist. Und man hängt in einem Glaubenskonstrukt, das man vom Hörensagen kennt. Es ist immer diese Sache, wenn ich sage, was du vom Hörensagen kennst. Und dann wiederhole ich eigentlich gebetsmannhaft immer dieselben Sätze. Und ich kann jetzt gleich sagen, wenn sich das bei dir wiederholt und du lässt dich drauf ein und du sagst dann immer, der erzählt ja immer dasselbe, dann hast du das, was ich erzähle, die Metapher im Hintergrund, die ich dir mitteile, nicht verstanden. Wenn du die verstanden hast, wird es auch, wenn du Holofeeling-Videos weiter anhörst, wird es in dir nicht mehr auftauchen. Du musst erst einmal akzeptieren, dass alles, was ist, hat einen Sinn. Ein Sinn, in dem Wort Sinn steckt das Wort Sinus schon mit drin. Ich sage, es sind deine eigenen Gedankenwellen. Und wenn ich immer wieder betone, dass das, was ich dir mit Holofeeling mitteile, 100% sicher ist, und das kann keine Religion, keine Esoterik und schon gar nicht die Naturwissenschaft von sich behaupten, schau dir das vorhergehende Selbstgespräch an. Das ist ein geistloses Nachgeäff. Ich wiederhole nochmal, ob jetzt einer, der religiös ist, sagt, Christus wurde gekreuzigt, weil man ihn das Neue Testament eingehämmert hat, vom Hörensagen. Alle, die das erzählen, äffen das ja genauso nach. Oder es sagt einer, Christus war zwar ganz weiser Mensch, ist ja Koran, aber er wurde nicht gekreuzigt, weil es im Koran steht. Oder ein Lesch sagt, in einem Kubikmeter Luft befindet sich hier in der Erdatmosphäre zwischen 10 hoch 19 und 10 hoch 20 Teilchen, aber in der mittleren Milchstraße bloß ein allereinziges Teilchen. Die äffen alle nur nach und du magst nichts anderes. Darum ist eine elementare Aussage, da gibt es auch nichts zu diskutieren. Und auch hier vorneweg, ich erkläre jetzt das dem Geist, der sich jetzt in diesem Moment mit diesem Video konfrontiert sieht. Das sind jetzt auf dem Monitor drei Tierchen, die nennen wir Menschenaffen. Wobei, genau genommen, wenn ich jetzt auch immer cut, schaue einfach, was jetzt da ist, ein Monitor mit flackernden Lämpchen. Das ist das, was jetzt ist. Und alles, was jetzt deine Logik konstruiert, vollkommen logisch konstruiert, dass jetzt da außen irgendwo welche sind eventuell oder dass dieses Gespräch in der Vergangenheit aufgenommen wurde und du dir das jetzt aus dem Internet holst, weil das irgendwer in das Internet hineingestellt hat, ist zwar unheimlich logisch, aber nicht besonders geistreich. Logisch ist eine Maschine. Geist, Bewusstsein ist was ganz was anderes. Materie hat mit Geist nur insoweit was zu tun, dass jegliche Form von Materie eine Information, eine wahrnehmbare Information, sprich etwas Existierendes ist, das von diesem Geist bzw. von dem Bewusstsein wahrgenommen wird. Das sind jetzt sehr, sehr präzise Worte. Und dieses Bewusstsein ist nicht irgendein Abfallprodukt eines Gehirns, einer Materie, sondern dieses Gehirn, das du jetzt dir denkst, aufgrund dieser Worte, wenn du der deutschen Sprache mächtig bist. Ich sage dann immer wieder, jetzt stell dir vor, du hättest ein chinesisches oder ein portugiesisches Programm in dir laufen und du würdest kein Wort Deutsch verstehen, dann wären das jetzt einfach nur sinnlose Geräusche. Es würde nichts passieren an Vorstellungen in deinem Kopf. In meiner Computermetapher sage ich dann immer, ich kann die Datei nicht lesen. Und jetzt will ich von vornherein nochmal hier diesen Pixel, der jetzt zu sprechen scheint. Ein Pixelbild auf dem Monitor kann nicht sprechen. Jetzt denkst du natürlich zwangsläufig an den Lautsprecher, weil ich den ausspreche. Aber ein Lautsprecher kann auch nicht sprechen. Und ich sage immer, der kann sehr unterschiedlich klingen. Lass einfach irgendeinen Film laufen, da wirst du feststellen, egal wer spricht, das ist immer dasselbe Sprecher. Das ist die Präzision, die ich fordere mit Holofeeling. Wenn ich sage, jeder einzelne Gedankenschritt, wenn du diese Gedanken mitgehst, und das kannst du nur machen, wenn du selbst Geist bist. Und du bist Geist, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Aber Geist ist was anderes wie eine Information von dir. Das heißt dann, was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Das, was jetzt in dir auftaucht, diese Information, die in dem Moment in dir auftaucht, bist du nicht. Weil sobald du an was anderes denkst, ist die Information schon wieder weg. Du bist aber immer noch derselbe Geist, das eine ständig wechselnde Informationen anschaut. Diese kleine Aussage zertrümmert jegliche Art von naturwissenschaftlichen, religiösen und esoterischen Weltbildern.
die du dir bisher ausgedacht hast, die du vom Hirnsaugen kennst. Und das ist ein hundertprozentig sicheres Faktum. Ich greife mal auf alte Metaphern zurück. Und wenn ich jetzt immer wieder sage, vor 20, 30 Jahren, ich springe. Wenn du sehr aufmerksam zuhörst, springe ich rein gedanklich. Ich sage immer, es gibt bloß hier und jetzt. Und dann sage ich wieder, das habe ich schon vor 30 Jahren erklärt. Das sind die zwei Seiten, die nötig sind. Du merkst im Kontext. Prinzipiell ist jeder Moment, der in dir auftaucht, den du wahrnimmst, ist hier und jetzt deine Information und der wird mit dem nächsten Gedanken wieder zerstört. Und was jetzt dieses Pixelmännchen nennt, den wir jetzt mal einfach Udo nennen. Ich nenne das immer der Brösel Udo. Das ist einfach nur eine Figur in deinem Traum. Und jetzt ist sehr wichtig, wenn einer sich sagt, was bildet der sich ein, diese großen Sätze, der bildet sich ja ein, der ist Gott. Ich bilde mir das nicht ein, ich bin es. Aber du solltest wissen, dass das ganze Offenbarungswerk beginnt mit Ich bin du. Ich bin jetzt der, der sich dieses Gespräch ausdenkt und der jetzt diesen jetzt ausgedachten Lautsprecher sehr aufmerksam zuhört. Und der ist nicht irgendeine Person oder ein Gehirn. Und in Bezug auf dieses Pixelmännchen oder einen eventuell auf deiner VR-Brille sinnlich wahrgenommen in einer gewissen Entfernung real erscheinenden Udo, der genauso dann deine Information ist, um auf den einzugehen, wenn du mal ein paar hundert Selbstgespräche dir angehört hast, wirst du feststellen, ich weise immer wieder darauf hin, das Wertvollste, was du Geist besitzt, sind die Sprichwörter und die Märchengeschichten deiner Welt, wenn du die Metaphern verstehst. Und da gehören auch alle Geschichtsbücher dazu und alle Physikbücher und Chemiebücher dazu. Ich betone nochmal, die sind extrem wertvoll und alles, was da drin steht, stimmt. Du darfst bloß nicht den Fehler machen, dass du das oberflächlich liest. Da kann ich dann tausendmal sagen, wenn du jetzt lesen tust, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Da denkst du nicht an einen Krug. Du verstehst sofort die Metapher, weil du weißt, es ist ein Sprichwort. Liest du aber in einer Tageszeitung, Scholz fliegt nach Kiew. Dann hast du sofort, dann machst du praktisch den Krug sofort zu einer Wirklichkeit, den Krug, der in einem riesen Betrug lebt. Ein schönes Sprichwort, das ich zigfach zitiere in vielen Selbstgesprächen, ist: Alle, die reden, die wissen nicht, und alle, die wissen, die reden nicht. Das ist übrigens der Geist, der jetzt im Hintergrund sich nicht mehr einmischt, schaut und alles, was er erlebt, was einfach vom Moment zu Moment da ist, auch die Wertungen, die er dann in seinem Bewusstsein mitbekommt als Information. Seine eigenen Wertungen und die Wertungen von irgendwelchen anderen, die in deinem Bewusstsein in Erscheinung treten. Da können wir gleich genauer drauf ein. Die wissen nicht. Das gilt übrigens auch für den Udo. Der einzige Unterschied ist, dass der Udo, den du dir ausdenkst, dass der zigfach hunderte Male darauf hinweist, dass der nicht behauptet, dass er was weiß. Der, wo was wissen muss, ist der, der mich jetzt ausdenkt. Und wenn ich jetzt diese Metapher benutze, dass du ein träumender Geist bist, muss dir klar sein, dass ich nicht zu niemandem, den du jetzt träumst, sich raussuchen kann, dass er von dir geträumt wird. Das heißt, der Udo auf dem Video, dieses Pixelmännchen, kann sich nicht raussuchen, dass du ihn dir jetzt ausdenkst. Und jetzt kannst du schon unterscheiden zwischen den reinen optischen Pixelmännchen auf dem Monitor, der jetzt auf einem Monitor in Erscheinung tritt, der in einem gewissen Maß in einer gewissen Entfernung vor dir zu stehen scheint, obwohl ich jetzt denke, du hast eine VR-Brille auf. Es ist deine Information. Es muss deine Information sein. Ich wiederhole das immer wieder und du wirst feststellen, du vergisst es. Du vergisst es mit einer absoluten Hartnäckigkeit in deinem Alltag. Und das ist das Einzige, was ich nenne, dass es muss installiert sein. Du darfst es nicht einen Bruchteil einer Sekunde, egal welche Information du anschaust, musst du in dir die absolute Gewissheit haben, dass das jetzt deine Information ist, die aus dir selber kommt. Ohne dass du das jetzt denkst, ohne dass du dieses Wissen zu einer Information machst. Pass auf, das, was ich jetzt erzählt habe, ist eine Seite. Und die Seite, die zurzeit installiert ist, ist genau gespiegelt, dass du felsenfest hundertprozentig sicher bist, dass sobald du jetzt was auf der VR-Brille hast, dass das unabhängig von dir da außen ist, auch wenn du nicht dran denkst und sobald du jetzt von irgendjemandem sprichst, wir reden jetzt hier von Hitler oder von Putin oder von Scholz oder von der Ukraine oder von einer Erdkugel, dass das, was du jetzt einfach nur denkst, hast du diese Gewissheit, angebliche Gewissheit im Hintergrund, dass das ganze Zeug entweder jetzt noch da außen ist oder da außen schon war, bevor du es gedacht hast.
Das ist der Glaube, den du zurzeit in dir trägst, ohne dass du den bewusst denkst. Der läuft im Hintergrund immer. Und das tauschst du jetzt aus, dass du prinzipiell in diesem Bereich, diese in der Computermetapher, im Betriebssystem austauschen musst, dass egal was auftaucht, auch wenn du nicht daran denkst, dass du ganz tief in deinem Glauben installiert hast, das kommt jetzt aus mir und das ist jetzt, weil ich es denke. Das ist übrigens kein einfacher Akt. Du wirst es nämlich jetzt feststellen, dass wenn du das aufmachst, oder das müsst jetzt nur, wir machen mal eine Sache, du denkst jetzt an deine Wohnung, an den Computer, ganz bewusst, das sind ja deine Informationen, plötzlich hast du irgendwie ein Klingeln und es schellt deine Haustürglocke oder das Handy schellt oder das Telefon. Dann wirst du jetzt aufstehen, das Video vielleicht anhalten, hingehen und dann ist alles, was ich dir jetzt erzählt habe, ist weg. Und wenn das installiert ist, ist es nicht weg. Dann läuft der Film ganz normal weiter. Bloß die ist klar, jeder Moment, den du jetzt siehst, kommt aus dir. Und dann lebst du eigentlich im vollbewussten Zustand. Jetzt habe ich das sehr, sehr präzise beschrieben. Und jetzt kommt es nochmal um hier Kleinigkeiten, wenn ich anspreche. Die muss klar sein. Und das ist wichtig. Es ist absolut wichtig für dich. Du bist in einer Endzeit. Du wirst letzten Endes mit diesem Krieg, der auf dich zukommt, untergehen. Ich mache kein, das hängt von dir ab. Es gibt keine Zukunft. Ich sage, es gibt keine Zukunft. Du hast den Joystick in der Hand. Es ist ein ganz klarer Prozess von einem Hochrechnen, was du nicht aufhalten kannst, wo du dich selber reindeckst. Durch Angst zum Beispiel. Und es wird nichts passieren, wenn du das nicht begreifst. Jetzt ist jetzt die Sache, das klingt so unheimlich böse. Nein, das ist die Zerstörung von dem, was ist, aber das kann auch ganz anders funktionieren. Es war noch nie anders. Mir fällt jetzt ganz spontan das Beispiel ein mit den Zeugen Jehovas. Die kenne ich vom Hörensagen. Jetzt spreche ich ein Wort aus. Was weißt du von den Zeugen Jehovas? Und wenn du gar nichts davon weißt, mir geht es auch nicht um den Glauben, wenn du da jetzt ein bisschen reingehst, denen wird vorgeworfen, dass die Zeugen Jehovas die letzten 100 Jahre zigfach einen Weltuntergang postuliert haben, dass da und da die Welt untergeht und jedes Mal ist nichts passiert. Also können die Prophezeiungen von den meisten der Zeugen Jehovas, ich mache das einmal ganz primitiv, können ja nicht stimmen. Ich sage, nee, es ist verkehrt gelaufen, weil jetzt ist in dir ganz tief der Glaube, dass der Weltuntergang was ganz was Schlimmes ist. Ich sage, nein, das ist die andere Seite, wie ich gerade gesagt habe, du musst nur den Glauben im tiefsten Innern umdrehen. Es ist wie mit dem Lottogewinn und mit dem Sechser mit Zusatzzahl im Lotto gewinnen und eine Krebsdiagnose, du hast bloß noch 14 Tage zu leben. Was ist jetzt die Hiobsbotschaft? Die größere Frage ist, wer definiert jetzt, was gut oder schlecht ist? Dein Ego, deine Logik. Und wenn du jetzt, du hast immer nur eine Seite. Eine von nicht nur zwei, sondern von vielen Seiten. Dieses Dassenbeispiel ist zum Beispiel für dich, wenn du das wirklich verstehst, für dich Geist, ich rede ja immer nur mit deinem Geist, tausendmal mehr wert wie ein Sechser mit Zusatzzahl im Lotto. Das ist für den Materialisten natürlich gar kein Vergleich. Aber es gibt wieder Menschen, die legen da gar keinen Wert drauf, die würden was drum gehen, ich will ja gehen. Wenn du jeden Morgen mit Schmerzen aufwachst, ohne Ende, weiß nicht, wieso mir jetzt der Klaus einfällt, und dann nützt es nichts und keine Medizin und gar nichts hilft, und dann willst du gehen und dann sagt einer, hier, pass auf, morgen wachst du nicht mehr auf. Was würde der lieber, dass er sagt, morgen kriegst du ein Sechser im Lotto, was nützt denn das bei seinen Schmerzen? Du musst wissen, dass die Welt komplett anders funktioniert, wie deine Logik dir das jetzt vorschreibt. Und dass die Welt, die du dir jetzt ausdenkst, das Hauptproblem, wo ich immer sage, du brichst das erste und das zweite Gebot. Wenn ich jetzt meinen Peter Fedding nehme, der extrem Schmerzen hat, sucht sich keiner raus, übrigens keine Schuldzuweisung. Nochmal, dir muss klar sein, dass egal welche Figur, welcher Mensch, welcher Charakter in dir zu existieren beginnt, wenn in dir ein Mensch auftaucht, gleichgültig, ob du an den Menschen jetzt bloß denkst, und jetzt ist schon die Frage, an was denkst du bei dem Wort Mensch? Deine Programmierung schreibt jetzt vor, dass wenn du an einen Menschen denkst, denkst du an einen Primatenkörper, an einen Trockennasenaffenkörper. Ein Trockennasenaffenkörper ist kein Mensch, ein Mensch ist eine ganze Lebensgeschichte. Erwähne ich immer und immer wieder, ich behaupte, du Geist, genau du Geist, den ich jetzt anspreche, gleichgültig, wer du jetzt zu sein glaubst, du vergisst es immer und immer wieder. Du ignorierst diese einfachen Sätze. Im letzten Selbstgespräch habe ich gesagt, ich reiche dir eine göttliche Hand, um dich hier rauszuziehen in eine höhere Ebene. Das ist ein Hebammendienst.
Und du willst nicht ums Verrecken und deine Matrix verlassen, weil du meinst, danach kommt nichts mehr. Es ist keine Esoterik. Nichts ist präziser auf Fakten aufbauen wie Holophilie. Das ist die einzige Lehre deiner Welt, die wirklich nur auf Fakten aufbaut. Auf hier und jetzt überprüfbaren Tatsachen. Und jeder, der das nicht ignoriert, der das nicht wahrhaben will, Entschuldigung, jeder, der das ignoriert, jeder, was ist es? Und jetzt kommt dieser Satz, der auch wichtig ist. Ich sage, betone immer wieder, wenn du einen einzigen Satz verstanden hast, das ist zum Beispiel, es wird nie irgendein Mensch, den du dir ausdenkst. Auch nicht der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Und nochmal, Mensch ist eine Lebensgeschichte. Ich sage, vergleich das mit einem Computerprogramm. Vom Säugling bis zum Greis, das sind die Körper. Wo dieser Mensch aufgrund dieses Menschenprogramms sagt, das bin ich. Der 10-Jährige, der 20-Jährige, kannst dich auch älter denken, wie du jetzt bist. Aber du denkst dann immer an ganz bestimmte Körper, wo du sagst, das bin ich. Ja, bist du jetzt der Säugling, wenn du dich an Säugling denkst, bist du der Schulkind oder bist du der Erwachsene oder der Greis? Nein, du bist der, der sich das ausdenkt. Jetzt frage ich dich, ist das schwer zu verstehen? Ich sage, die elementaren Aussagen von Holophilien kann jedes 13-jährige Kind jetzt normal, bröseltechnisch gesprochen mit seinem Intellekt sofort nachvollziehen und sofort auf der Stelle überprüfen. Denk dich doch einmal, wie du in die Schule gekommen bist. Du, meine ich jetzt dich, Geist, in dieser Rolle als Trockennasenaffe. Sondern jetzt denk dich, wo du aus der Schule herausgekommen bist. Bist du jetzt diese Gedanken, die du denkst, das Schulkind oder der Pubertierende oder bist du der Geist, der sich das ausdenkt? Und jetzt sage ich dir, du bist auch nicht der Geist, der sich das ausdenkt, den wir uns jetzt ausdenken, sondern du bist der, der sich einen Geist ausdenkt, der sich mit einer Figur, die er sich selber denkt, verwechselt, sagt er, der Körper bin ich. Eventuell der Körper, den ich jetzt denke, der war ich vor 20 Jahren oder der Körper werde ich eventuell mal, wenn ich natürlich vorher nicht sterbe, hahaha. Ist alles unheimlich logisch. Nein, das bist du alles nicht. Das sind deine Informationen, die du anschaust. Und du bist auch nicht der, den wir uns jetzt denken, der sich die Informationen anschaust. Du bist immer eins weiterhin. Das erkläre ich gebetsmühlenhaft und werde das in dir installiert, wirklich installiert, werde das alles vom Tisch. Und dann wirst du feststellen, wenn das nochmal installiert ist, wird alles ganz anders. Wie durch Zauberhand wird sich alles verändern. Du musst übrigens nichts dabei tun. Weil was muss ein träumender Geist tun, dass er träumt? Er schaut einfach nur. Er schaut, was er, der Typ, diese Figur, mit dem er sich ein Leben lang verwechselt hat, der einer ständigen Veränderung vom Säugling bis zu dem Punkt, wo du dich jetzt befindest, sich befunden hat, dass es wirklich nur ständig wechselnde Bilder sind. Und es ist eine Matrix. Und die Matrix kann eine Figur nicht verändern. Pass auf, denk einfach, ganz einfache Metapher. Es ist übrigens alles tausende Male erzählt, in immer wieder neuen Variationen. Und wenn das jetzt für dich unheimlich logisch und einfach klingt, sage ich dir gleich, bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass du das zigfach schon bei Holophilien gehört hast und jetzt fängst du langsam an, das zu verstehen. Und du musst dir eingestehen, wenn du das erste Mal hörst, und ich kann immer nur Beispiele bringen, aber jetzt das hier, das eine Pixelmännchen ist, das sagt dir nach 20 Jahren, jetzt geht es langsam los, dass ich Sachen, die ich vor 20, 25 Jahren schon erklärt habe, jetzt natürlich immer jetzt, ich schwinge in den Normalen und es geht auch los hier, ich betone immer wieder meine Versprecher oder irgendwelche Äußerungen. Ich bringe ein kleines Beispiel. Ich mache jetzt eine raumzeitliche Geschichte. Aufgrund von Worten, du hörst jetzt nur Geräusche, wird zwangsläufig in dir eine Geschichte ablaufen. Und zwar beziehe ich mich auf das vorhergehende Selbstgespräch. Und immer daran denken, wenn ich von vorhergehend rede, meine ich nicht chronologisch zeitlich ein Selbstgespräch, das in der Vergangenheit datumstechnisch reingeschaut wurde. Jedes Selbstgespräch, das du anschaust, schaust du jetzt an und jedes Bild, das auf dem Bildschirm aufblitzt von diesen so und so vielen Bildern, taucht jetzt in dir auf. Da geht es hier, wo ich zum Beispiel dieses kleine Beispiel bringe hier, dass die Amerikaner in den Iran eingefallen sind. Und jetzt ist es hochinteressant, nach dem Selbstgespräch, meine ich nicht chronologisch danach, es ist auch jetzt, und einfache Metapher, wo du dir vorstellst, es ist das Geheimnis, und achte genau, wie ich sage, die Transversale oder die Vertikale
Das vertikale Schwingen, Licht ist eine Transversal, eine Vertikalwelle in den Physikbüchern, wo kein Physiker verstanden hat. Es schwingt nur hier und jetzt. Das heißt, alles, was auftaucht, taucht jetzt auf und zerstört im selben Moment das bestehende Bild. Und dass sich das mit Lichtgeschwindigkeit austauscht, das ist ja die große Schizophrenie, spielt sich das alles hier und jetzt ab. In einem einzigen Punkt. Das sagt die spezielle Relativitätstheorie von Einstein. Das ist genauso mit einem Quantencomputer. Wenn du jetzt dich für Quantencomputer schlau machst, du Geist, dein Geist, wenn du schon dein jetzt ausgedachtes Gehirn mit einem Computerchip vergleichst, dann ist dein jetziges Gehirn ein Quantencomputer. Das ist ein Quantencomputer. Du denkst nämlich mit Lichtgeschwindigkeit. Da wird aber bei den Physikern wird keiner auf die Idee kommen zu sagen, dass ein Quantencomputer mit Lichtgeschwindigkeit rechnet. Nein, die rechnen dir zum Beispiel vor, jetzt je nachdem wieder, welche Videos du aufmachst, dass er so unheimlich schnell rechnet, weil das im Gegensatz zu normalen Computern, das sind ja serielle Rechner, die müssen jeden Rechenschritt chronologisch gedacht, immer eins nach dem anderen. Die erste Berechnung, die zweite Berechnung, die dritte Berechnung und immer schön denken hier, jede neue Berechnung ist in der Zeit ein Stück weiter in der Zukunft. Egal wie weit, wie schnell die Schritte ablaufen. Und ein Quantencomputer ist ein Parallelrechner. Das heißt, der macht die ganzen Berechnungen parallel. Aber das heißt doch definitiv, dass er jede Rechnung jetzt macht. Weil wenn die erste Berechnung jetzt passiert und die anderen Berechnungen parallel passieren, müssen die doch auch jetzt passieren. Es ist definitiv so, pass auf, um das einmal ganz klar zu machen. Da müsste man selber denken. Im letzten Selbstgespräch habe ich darauf hingewiesen, du musst irgendwann einmal bei dem Beispiel mit unserem Professor Lesch, dass das so hohles Geschwätz ist. Und wenn du einmal selber denken würdest, dir eigene Gedanken machen würdest, das ist, wenn ich immer wieder darauf hinweise, ich zeige dir in deinen Physikbüchern auf nahezu jeder Seite so eklatante Fehler, dass jeden 13-Jährigen, den ich darauf hinweise, mit der Logik eines normalen 13-Jährigen, der gerade hier einen normalen Hauptschulabschluss gemacht hat, den brauchst du nicht einmal den Hauptschulabschluss. Der Brösel-Luder hat nicht einmal einen qualifizierten Hauptschulabschluss. Der sieht es, dass das gar nicht stimmen kann. Da können wir jetzt das Pixelmännchen, das ich Nadja nenne, der Geist im Hintergrund mit dem Nadja-Programm. Die kriegt nur noch solche Augen, weil ich hier zurzeit einen Fehler nach dem anderen in die Physikbücher zeige, wo du nur noch den Kopf schüttelst und du sagst, das sind wahnsinnig, wie kann man so einen Scheißdreck glauben? Das letzte Selbstgespräch heißt autoritätshörige Menschen. Du bist autoritätshörig, weil du irgendwelchen Fachleuten dein ganzes Vertrauen schenkst und du musst dir klar sein, diese Autoritäten sind auch einmal Schüler gewesen und die haben ihren Glauben auch irgendwelchen Fachleuten geschenkt. Obwohl man wirklich, wenn man nur mit einem bewussten Geist schaut, ohne großen Intellekt, man sieht, dass das gar nicht so sein kann. Und jetzt komme ich kurz nochmal zum Quantencomputer. Durch diese Gleichheit, dass du dir das vorstellst, du denkst jetzt, du stellst dich vor ein Bücherregal hin. Ja, wie lange braucht man, um die ganzen Bücher zu lesen? Das ist das zwanghafte chronologische Denken. Und in der Vertikalen sieht es folgendermaßen aus, dass in der Transversalschwingung Zeit ist Vergangenheit, Zukunft. Wir drehen das zuerst einmal in die Vertikale. Da gibt es natürlich noch eine Z-Achse, aber das ist zigfach beschrieben, ist es hochinteressant, dass jeder Moment, der auftaucht, kann immer bloß jetzt auftauchen. Der kann nicht in der Vergangenheit auftauchen. Wenn jetzt ein Gedanke kommt, dass ich an die Vergangenheit denke, denke ich das jetzt. Und wenn ich an die Zukunft denke, denke ich das nicht in der Zukunft. Ich kann das nur jetzt denken. Jeden Moment, der in dir auftaucht, taucht jetzt auf und du erlebst das jetzt. Du hast in der Vergangenheit nie irgendetwas erlebt und du wirst in der Zukunft nichts erleben. Wenn du ein Quantencomputer bist. Also wir gehen zurück zu dem Bücherregal. Da muss dir klar sein, dass wenn du das Bücherregal anschaust, sind alle Bücher jetzt gleichzeitig da. Ein einziger Augenblick. Und du denkst jetzt, jedes dieser Bücher wäre ein Menschenleben. Dann sind viele Menschenleben wie in einer Datei im Computer gleichzeitig da. Und jetzt versuch dir mal nacheinander zu lesen. Du kannst jedes Buch, das du jetzt erst mal aus dem Bücherregal rausnehmen musst, ich sage immer wieder, das ist wie wenn du von einer Festplatte was in deinen Arbeitsspeicher reinlegst, musst du zuerst das bestehende Buch, das du in der Hand hast, wieder reinschieben und dann nimmst du das raus. Und interessant ist, in dem Moment, wo du das bestehende Buch beendet hast und es in das Bücherregal reinschiebst, zuklappst, klappst du das jetzt zu? Du schiebst es ins Bücherregal und du holst jetzt dein neues Buch auf und klappst jetzt dein neues Buch auf und du bist auf der Seite 1. Wir sagen immer das erste Lebensjahr.
die Zahlen und die Worte. Du wirst jedes Wort, jedes einzelne Wort, das du jetzt denkst, was du jetzt denkst, jetzt, die vorhergehenden Selbstgespräche anschauen. Und das gilt für jedes Buch, das du jetzt liest. Weil das nämlich Geist wie ein Quantencomputer arbeitet. Aber wenn doch dann jedes Wort jetzt gedacht wird und jedes Buch jetzt gelesen wird, dann ist es, bist du ein Parallelrechner. Du selektierst nur aus den vielen Möglichkeiten eine Sache. Und jetzt mache ich nochmal diese einfache Metapher und die muss mit dem Holo-Feeling im Hintergrund, das ist das neue Betriebssystem. Das muss im Hintergrund installiert sein, dass jetzt kannst du denken, wenn du eine DVD, ich sage mal, eine Datei hast, wo ein Film drauf ist, dann sind alle Bilder, die prinzipiell auftauchen können, sind jetzt auf dieser DVD, beziehungsweise auf der Datei. Und jedes Bild, das aufblitzt, taucht jetzt auf. Das ist übrigens hundertprozentig sicher, selbst mit deiner Logik, bloß da ist irgendwas in dir drin, das will es nicht wahrhaben und das ist dein Ego. Das ist deine Rechthaberei, dein Fehlglaube. Und wenn ich ständig sage, du kannst nicht in einer Minute aufstehen, wenn du jetzt an deinen Körper denkst. Du kannst es jetzt denken, dass es in der Zukunft passiert, aber wenn du aufstehst, stehst du jetzt auf. Du hast dich übrigens auch jetzt hingesetzt. Du hast dich nicht in der Vergangenheit hingesetzt. Du musst diese unbewusste chronologische Sichtweise überwinden, um in die nächsthöhere Bewusstseinsstufe zu kommen. Das ist wie wenn man von einem normalen Seriellrechner umsteigen auf einen Quantencomputer. Das ist die nächste Bewusstseinsebene. Und darum ist auch diese Metapher da, dass ich sage, alles, was auftaucht, ob das Filme sind oder wissenschaftliche Aussagen und vor allem die ganzen Fehler in dieser Führerscheinprüfungsbogenwelt, die ich so massiv gemacht habe, und sage, die Menschen um dich herum demonstrieren dir die vollkommene Geistlosigkeit, allen voran deine Elite. Die können übrigens nichts dafür. So wenig wie irgendein Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen, was dafür kann, dass er so gedruckt wurde. Ich nehme alle Schuld auf mich. Und jetzt wieder dran denken, ich habe behauptet, dass ich du bin. Nimmst du schon alle Schuld auf dich? Nein, du gehörst zu den kleingeistigen Idioten, die ständig, wer ist schuld? Was ist dran schuld? Wenn es mir schlecht geht, muss einer schuld sein, dann renne ich zum Arzt. Immer muss mir irgendeine Autorität sagen, was dran schuld ist, dass mir scheiße geht. Und warum das jetzt ist? Und das ist, die Antwort ist ganz einfach. Die liegt in einem ganz anderen Bereich. Es ist zuerst einmal der Schuld, der sich den Scheiß jetzt ausdenkt. Weil würde sich der diesen Scheiß nicht ausdenken, wäre er nicht in seinem Kopf. Jetzt kommt aber wieder die andere Seite, wenn du ein träumender Geist bist, kannst du dir das nicht raussuchen, was ich dir träumen lasse. Die größere Frage, warum lässt er mich das jetzt träumen? Weil du dich noch drüber aufwächst und weil du sagst, das ist ein Scheiß. Ich sage, egal was in dir auftaucht, das ist ein ganz wichtiges Puzzlestückchen vom Heiligen Ganzen. Egal was es ist, egal wie du das definierst, es ist vom Heiligen Ganzen ein wichtiges, kleine Facette, die auftaucht und du wirst nie frei werden, wenn du irgendetwas bekämpfst, wenn du mit irgendwas nicht einverstanden bist oder wenn du irgendeinen Moment, der jetzt da ist, anders haben willst, wie er jetzt ist. Ob du jetzt an eine Krankheit denkst, ob du Schmerzen hast, egal was es ist. Du definierst, ich sage, es ist einfach zuerst einmal. Ein Geist, der nur schaut, der nur seine Information anschaut, aber diese Informationen nicht qualitativ wertet. In einer Form von schön, hässlich, gut, böse, schmerzhaft, angenehm, richtig, verkehrt und so weiter und so weiter. Das ist die Entheiligung. Das bringt jetzt das ein Beispiel. Ich sage immer, das sind diese zwei Seiten jetzt, das, aber gibt es ja noch viele Zwischenstufen. Du schaust, was da ist. Und wenn Wertungen auftauchen, magst du dir bewusst, wie gewertet wird und wer wertet, welches Programm, welcher Intellekt eigentlich so wertet oder so wertet. Und dann ist diese Grad mit der Tasse, das sind lauter winzige Beispiele. Ein Beispiel, wenn du das wirklich verstanden hast, ist alles vom Tisch. Ich mache keinen Sinn zu streiten, ob rechts oder links richtig ist. Gleichzeitig, ob wir von Politik reden oder von einer Tasse, von einer Henkel an einem Henkel an einer Tasse. Der eine behauptet, der Henkel ist rechts, der andere sagt, der Henkel ist links. Der eine behauptet, die Rechten haben Recht und die anderen sagen, die Linken haben Recht. Das ist jetzt alles austauschbar. Das ist die Demonstration von Geistlosigkeit, weil die nicht wissen, was im Hintergrund die Kollektion ist, die diese Möglichkeiten, die Politik als Ding an sich, was ist die Politik als Ding? Beginnt übrigens mit Pol. Und wie ich dick ist der Mittelpunkt. Dann haben wir also einen Pol in der Mitte. Das ist Politik. Und dieses I dazwischen, das ist Gott.
Ich habe jetzt mit der Vordersprache ganz einfach das Wort Politik erklärt, einmal ganz, ganz anders. Und das kannst du jetzt über das Hebräischen. Die Matrix ist unendlich präzise, eine Mischung von Deutsch, Deutsch, Deutsch. Fang nicht nochmal an, alle Sprachen an der Welt wirst du feststellen, dass Deutsch Gottessprache heißt. Und ich rede nicht von irgendwelchen ausgedachten Deutschen. Wir haben immer zwei Seiten. Wir haben einen symbolischen Welt. Der Krug, der zum Brunnen geht, da geht es nicht um den Krug. Da geht es einfach um irgendetwas, das ständig Sachen wiederholt, bis es zerbricht in tausende von Teilen. Durch das Wiederholen, weil es meint, ich bin bloß eine Welle und die anderen Wellen bin ich nicht. Was ist das für ein Meer? Das sagt, die Welle bin ich, der Gedanke, die Gedankenwelle, die ich jetzt denke. Ich bin im Meer als Geist. Und ich kann nicht behaupten, der Gedanke bin ich und die anderen Gedanken bin ich nicht. Du bist all deine Gedanken, die du denkst, aber auch keiner davon, weil du nämlich immer im Meer bist, die deutsche Sprache und alles andere ist nur eine momentane Existenz, existierte. Das tritt aus dir heraus, weil du dir es ausdenkst. Jetzt haben wir wieder Stufen, wo ich immer sage, aus einem absoluten Mittelpunkt, wo alles vereinigt ist, denkst du dir das erst einmal in dich hinein, in den roten Kopf, wie ich das nenne, kann man auch deinen blauen Kopf, wenn du den jetzt denken willst, dann ist es deine Information. Und dann kann ich immer sagen, jetzt wenn du das verstehst, das erst einmal in dir ist eine Form und wenn ich das Lateinisch lese, die Vorsilbe in, eine intellektuelle Existenz übrigens, eher in Blau gelesen, aber auch rot gelesen, das göttliche Sein. Das göttliche Sein in dir ist das, was diese intellektuelle Existenz zu sehen bekommt. Was dein Intellekt existieren lässt. Das ist deine Information. Die Vorsilbe in im Lateinischen ist auch eine Verneinung, dann ist eine Information praktisch in dir eine Form, die gar keine Form ist. Kann ja nicht beides stimmen. Ist es jetzt eine Form oder ist es keine Form? Doch, es stimmt beides. So, jetzt denk einfach an eine Erdkugel. Ich kann es jetzt auch bildlich vorstellen, in deinem Kopf. Wenn es dir mit offenen Augen schwerfällt, machst du die Augen zu und stellst jetzt einfach mal eine Erdkugel vor. Wie sieht die in dir eigentlich aus, die Erdkugel, die du siehst? Da ist in dir jetzt eine Form, die eigentlich gar keine Form ist. Es ist ja bloß ein Gedanke. Und wenn ich jetzt noch eine Vorstellung, dann ist diese Vorstellung eigentlich Information, die aus dem absoluten Innen, ich sage immer die Datei, wo alles gleichzeitig ist, sondern jetzt da mal was hier in Arbeitsspeicher, wo alles gleichzeitig ist, sondern da mal ein einziges Bild auftauchen lassen. Das übrigens mit nächsten Gedanken wieder zerstört wird. Aber du bist ja 100, das ist ja hundertprozentig sicher bewiesen, dass die Erde schon da außen war, bevor es dich gegeben hat. Du lebst in dem Wahn von kleingeistig nachäffenden Idioten, die du dir jetzt um dich herum ausdenkst, die das übrigens nicht mitkriegen, die felsenfest davon überzeugt sind, dass ein Gedanke, den sie denken, schon da war, bevor das sie gedacht wurde. Ein Gedanke, den du denkst, nimm es eine Information, die du wahrnehmen kannst, entsteht in dem Moment, wo du es denkst oder wo du es anschaust, auf der VR-Brille. Wird mit dem nächsten Gedanken zerstört. Das ist der Weg in die Freiheit. Und wenn das rechtzeitig installierst, dann würde ich auch einen Krieg nicht schocken, weil du gehst ja auch in einen Kriegsfilm im Kino zum Beispiel oder schaust dir den im Fernsehen an. Was geht da eigentlich kaputt, wenn da alles zerbombt wird? Nicht einmal der Fernseher und der Monitor geht kaputt. Illusionen. Nichts als Illusion. Das kannst du nachvollziehen und du wirst irgendwann einmal merken, das, was auf deiner VR-Brille sich abspielt, ist bloß nochmal eine Stufe, höhere Stufe der Vergessenheit. Ich nenne das die vier Stufen der Vergessenheit. Und jetzt komme ich ganz kurz, ich habe jetzt wieder etwas ausgeholt, einen Sprung zurück mit diesen Fehlern. Ich habe gehört, man hat mir erzählt, offizielles Wissen, dass behaupte ich, dass Amerika, das war die Sache mit Russland und mit Amerika, auch immer, ich betone immer, du musst es vollkommen wertfrei sehen. Mir geht es nicht, das sind Metaphern, die ich benutze, mir geht es um den tieferen Sinn im Hintergrund, den du zu verstehen hast. Ich kann dasselbe auch mit komplett anderen Beispielen dir bringen. Ich kann auch sagen, hier, Lügen haben kurze Beine, statt der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Dann benutze ich komplett andere Worte und die Sprichwörter, ich denke mir jetzt, dass diese Sprichwörter in dir installiert sind, diese zwei, und du wirst feststellen, ich habe nur zwei verschiedene Sprichwörter für ein und dasselbe metaphorische Problem, das ich dir vorlege, benutzt. Und das ist ein neues Denken, das du benötigst. Und dann kommt, ich erkläre das, ich nenne das jetzt einmal den Geist mit dem Nadja-Programm. Und ich sage, pass auf, Nadja, du kannst jetzt darauf warten, dass irgendwelche dann, ich denke mir jetzt welche aus, die schauen das Video an und sagen, was will der Spinner eigentlich, der weiß ja gar nicht.
Der Amerikaner ist ja gar nicht in Iran eingewandert, sondern in Irak. Ich weise darauf hin, dass ich Iran gesagt habe und dass der ja eigentlich im Irak war. Und ich schmunzel dann, sagt er, wenn etliche waren sofort zum, das stimmt nicht oder das stimmt nicht. Obwohl ich in vielen Selbstgesprächen darauf hinweise, dass ich absichtlich in Bezug auf deine Logik Fehler einbaue oder auch Versprecher einbaue, sehr viele freudsche Versprecher, wenn man das mit der Vordersprache macht. Das sieht also so spielerisch aus. Und dann hat dann prompt einer aber geistreich reagiert bei uns im Chat unmittelbar, nachdem ich das der Nadja erkläre, kommt schon diese Aussage. Aber er schreibt dann noch dazu, weil er eben im Kopf hat, dass der Udo absichtlich Verspreche in seine Selbstgespräche einbaut und hebraisiert natürlich dann den Irak. Irak heißt ja aufblühen, grün, es blüht irgendwas auf in dir. Jeder Gedanke ist irgendwie was Grünes. Auch die grünen Mastmännchen, die jetzt entstehen, weil du dir grünes, zumindest das Geräusch grüne Mastmännchen da ist. Du musst aber dann noch einen ganzen Schritt weitergehen und ich mache jetzt einfach, dass du das, was du vom Hirnsong kennst, setzt du absolut, dass die Erde zum Beispiel eine Kugel ist. Die ist genauso wenig eine Kugel, wie sie eine Scheibe war. Es hängt von deinem kollektiven Grundprogramm ab. Und es hat auch nichts mit, ich sage immer wieder, beweis es mir. Was für eine Möglichkeit hast du, das zu beweisen? Fotos beweisen nichts. Bücher, wo was drinsteht, beweisen nichts. Auch hier, wenn ich tausendmal erwähne, egal welches Buch du mir als Beweis bringst, ich zeige dir tausend Bücher, wo zum selben Thema was ganz was anderes drinsteht oder das genaue Gegenteil. Das ist ja so eine Elle. Das sind so jeder dieser, einen einzigen dieser Sätze, wenn du wirklich abgehakt hast, als elementar, apodiktisch, als Tatsache. Ich habe jetzt absichtlich das Wort richtig vermieden, wobei das durchaus richtig sein kann. Dann haben wir nämlich Rich, das ist eine Unterform von Ruch, das heißt Geist. Und da steckt jetzt schon hier in deinem Kopf ist die göttliche Kollektion, das ist das Summa Summa Summarum von allen. Das, was ich als Internet symbolisiere, ist Gott. Alles Wissen, das prinzipiell hier auftaucht, kann immer nur jetzt auftauchen und auf der tieferen Ebene, in dieser vertikalen, ist es gleichzeitig dort. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen jetzt gedachten Rückschritt mache in einen Fliegenstallvortrag, muss man schauen, gibt es zwei Fliegenstallvorträge. Im ersten Fliegenstallvortrag, das Pixelmännchen, wenn du hast, der sagt dann, an was denkst du bei dem Wort Schneewittchen? Und ich sage dann, du kannst ja mal schauen, was du jetzt bei dem Wort Schneewittchen dir denkst, was für ein Bild stellst du dir bei Schneewittchen vor? Und ich sage dann, mein Schneewittchen ist blond, hat einen Lederrock an und ein Zungenpiercing. Ich kann doch mir mein Schneewittchen ausdenken, wie ich will. Hätte man dir was anderes erzählt, würdest du was anderes denken. Ich äffe nicht nach, ich bin kreativ. Du äffst bloß nach. Du äffst auch nach, dass ihm weder der Amerikaner in Irak eingefallen ist. Der kann auch in Österreich einfallen, wenn ich mir das jetzt ausdenke in meiner Welt und jetzt prallen verschiedene Meinungen aufeinander. Du musst dich komplett lösen und ich drücke es anders aus. Halt doch einfach verdammt das zweite Gebot. Halt, sagst du mal, das erste Gebot, mach dir kein Bild von Gott, heißt schlichtweg und einfach, mach dir kein Bild von dir selber. Das ist die erste Quelle von Leid. Wieso? Fragezeichen auf den Augen. Ja, ganz einfach. An was denkst du, wenn du an dich selber denkst? Dann erschaffst du jetzt eine Information, die du sagst, das bin ich. Natürlich von innen, Innenschau. Es funktioniert immer bei dir selber. Die anderen sehen das dann, wenn ich das jetzt mache. Abgesehen davon siehst du jetzt keinen Körper nicht. Nein, das bist du nicht. Du bist der, der sich das ausdenkt. Du machst dir ein Bild von dir selbst. Und du hast eine Scheißangst, diesen Körper zu verlieren, weil du in dem Wahn lebst, zu glauben, du bist dieser Gedanke. Das sind doch ganz einfache deutsche Worte. Hast du die verstanden? Jetzt frage ich dich, wer ist der Spinner? Die, die glauben, dass sie ein Gedanke sind, oder der, der sagt, nein, du bist der, der sich das ausdenkt. Darum rede ich auch nur mit einem Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Du denkst jetzt diese drei Pixelmännchen aus. Den nennen wir mal Ariane, Nadja und Udo. Und du kannst auch an dich denken, der Körper jetzt, der vor dem Computer sitzt, den du jetzt sinnlich wahrnimmst. Das ist tausendmal ist es auf Selbstgesprächen drauf. Ich habe am Anfang behauptet, Anfang ist jetzt, Ende ist auch jetzt. Dass wenn sich das in dir wiederholt, hast du das nicht installiert.
Es mag dir mit Holofeeling vielleicht logisch erscheinen, weil du es hunderte Male, tausende Male gehört hast. Du hast es nicht installiert, weil sonst würde das jetzt nicht mehr auftauchen. Das wäre abgehakt. Das ist das große Chat, wenn ich sage, kannst du in deutscher Sprache reden, schreiben und lesen? Dann sagst du ja. Dieses Ja ist in dir installiert. Also unabhängig, ob du Dialekt sprichst und wie groß dein Wortschatz ist, darum geht es gar nicht. Ganz normal, versteh die Metapher. Weißt du, wie viel Wissen, wie viel du dir aneignen, wie viel du lernen musstest, um da Ja sagen zu können? Holofeeling, die Fahrersprache, ist viel, viel leichter zu lernen wie Deutsch. Aber das Problem ist schon wieder, hast du jetzt wieder in der Vergangenheit gedacht, dass da irgendwas in der Vergangenheit passiert ist? Da ist in der Vergangenheit nie was passiert, weil in der Vergangenheit nie was passiert ist. Es ist ein ständiger Moment von Aufblitzen, wo du eben immer wieder, wenn was auftaucht, das entweder, ich denke es immer anders, auch sehr, sehr unterschiedlich reagierst. Das ist im letzten Selbstgespräch, jetzt mach mal eine Vertikale. Es hat nichts mit einer chronologischen Reihe zu tun, sondern du sitzt wie auf einem Hochhaus in der Transversalen, wo jeder Wissenselement ein neues Puzzlestück ist, das man wie neue Stockwerke anlegen, die aufeinander aufbauen. So bauen auch deine Lebensjahre aufeinander auf. Dass ich immer sage, wenn wir hier ein großes Stockwerk machen mit 27 Stockwerken, dann können wir hier jetzt erst einmal sagen, die unteren drei Stockwerke, das ist die Matrix. Das ist das Kellergeschoss, unterirdisch, Zion. Für dich jetzt ein bisschen ein Ei, eine Raupe, ein Fetus. Die Raupe ist der Embryo. Das sind die drei Wachstumsstufen innerhalb der Matrix. Dann kommt die Abnabelung und dann kommst du ins erste Lebensjahr. Dann bist du ein kleiner Hosenscheißer. Dann wirst du merken, im Stockwerk 2 bis 3 hörst du dann zum Hosenscheißen auf, im Stockwerk 6 kommst du in die Schule. Aber das funktioniert nur, weil die unteren Stockwerke jetzt da sind. Die waren nicht vorher, sondern die sind in der Transversalen unter dir. Und dann wirst du merken, dass die Fahrersprache wirklich ein Computerprogramm ist. Wenn ich dieses, du brauchst Deutsch-Hebräisch, Deutsch-Ivri. Und jetzt rede ich nicht von der deutschen Sprache, die ausgesprochen wird als Geräusch und extrem einseitig ausgelegt wird. Und auch nicht von dem Hebräischen, das man eigentlich gar nicht aussprechen kann, weil es bloß Konsonanten sind. Das muss man jetzt natürlich alles, das erste Mal, wenn man in den Intellekt geht, wissen. Für mich ist wichtig, in dem Leben hast du nur zu lernen, was du bist. Du bist ein träumender Geist oder Computer. Und dein Intellekt ist das Programm, das in dir läuft. Der macht dein jetziges Leben, der ist auch dafür verantwortlich, dass, wenn du an dich denkst, das sind diese vielen einfachen Metaphern. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, jetzt denke mal an dich selbst, mach mal die Augen zu. So, und jetzt gehen wir davon aus und jetzt denke mal ganz bewusst dieses Video. Und jetzt kommt schon das nächste Problem. Wir sagen mal, das hat jetzt 35.000 Klicks. Dann können wir davon ausgehen, dass 35.000 Menschen sich dieses Video anschauen und 35.000 Menschen hören einfach aus dem Lautsprecher, so, jetzt denk einmal an dich und mach deine Augen zu. Jetzt kommt die erste Sache, dann, obwohl alle dieselben Worte hören von diesen 35.000 Menschen, denkt jeder an einen anderen Körper. Und jetzt ist diese Menschen können keine Augen zumachen. Ich habe doch gesagt, ein Mensch ist ein Programm. Da ist nur ein allereinziger Geist. Es gibt nur einen einzigen Geist. Und je nachdem, wer du jetzt zu sein glaubst, das heißt, du bist ein allereinziger Computer. Und in dir ist alles Wissen, das nennen wir mal das Internet. Und jetzt haben wir Stufungen in der Transversalen, wo aus dem unendlichen Wissen, hast du mal in einem Privatbereich in dir was reinkommt, das nenne ich deine Festplatte. Und du musst von der Festplatte in den Arbeitsspeicher was reintun. Das ist immer Kollektionen, die man Feinheiten, aus Kollektionen nochmal eine Kollektion raus, die nochmal Festplatte. Weil im Internet hängen ja unheimlich viele Computer dran und jeder Computer hat eine Festplatte. Auf jedem Computer ist auf der Festplatte was anders. Aber das ist alles rauskopiert aus dem Internet. Das ist das Summa summarum, das ist Gott. Und du musst jetzt von deiner Festplatte wieder eine Datei in den Arbeitsspeicher reintun und dann aus der Datei ein einziges Bild auf den Bildschirm holen oder eine ganz bestimmte Stelle auf den Lautsprecher bringen. Und du merkst, das ist eine Hierarchie, eine Transversale, ich nenne es einmal bewusst jetzt eine vertikale Hierarchie, wo immer wie ein Hochhaus gleichzeitig ist. Du kannst nicht sagen, hier, der erste Stock ist vor 4 Wochen gewesen, wenn du im vierten Stock bist. Der ist unter dir. Du sitzt auf diesem Wissen drauf.
auf deinem ganz persönlichen Wissen. Aber ich komme zu den Leute, da ist nur ein Geist. Und je nachdem, welches Menschenprogramm du jetzt im Arbeitsspeicher hast, der Geist ist jetzt der Computer, der nur seine selbst erschaffenen Informationen erlebt. Das ist eine Metapher. Wohlgemerkt, verstehe die Metapher. Du Geist bist wie ein Computer, kann man auch einen träumenden Geist, der nur seine selbst erschaffenen Informationen erlebt. Und jetzt hängt davon ab, welches Programm, welches Leben, welches Buch, Bücherregal-Metapher du zurzeit im Arbeitsspeicher hast. Und du wirst aus dieser Kollektion aller Möglichkeiten deines Intellektes, den du zum Denken benutzt, dein Schwamminhalt nenne ich das auch, wirst du im Moment ein allereinziges kleines Bild, eine kleine Facette herausheben und das siehst du auf dem Bildschirm. Drum ist, wenn ich jetzt sage, schließe mal deine Augen, sage ich das nur zu einem allereinzigen Geist, das ist der Geist, der mich jetzt sprechen hört. Und den Weg, den ich jetzt gegangen bin, dass ich sage, du bist jetzt ein Brösel, der vom Computer sitzt, ist ein Blödsinn, das bist du nicht, du verwechselst dich schon wieder mit einem Gedanken. Dieser Geist hat jetzt in sich einen Schwamminhalt, ein Menschenprogramm. Und dieses Menschenprogramm bestimmt jetzt, wenn aus dem Lautsprecher rauskommt, schließe mal deine Augen, an welchen Menschen du denkst, der jetzt vom Computer sitzt. Sprich, genau genommen, du kannst an einen Menschen gar nicht denken, weil das eine Lebensgeschichte ist, exakt an welchen Körper du jetzt denkst, aus diesem Programm. Nur aufgrund der Worte, schließe mal deine Augen. Und dann können 35.000 verschiedene Körper auftauchen, die aber immer derselbe Geist erlebt, abhängig davon, wer er zu sein glaubt. Geh den Gedankengang mit und du wirst feststellen, das ist ein vollkommen neues Weltbild. Das ist übrigens interessanterweise genau das, was in allen heiligen Schriften deiner Welt, in allen exakt beschrieben wird. Das heißt einmal, mach dir kein Bild von Gott. Das heißt, mach dir kein Bild von dem, der sich das ausdenkt. Du bist etwas, was als Ding in sich gar nicht existieren kann. Du bist im Angesicht dieser unendlich vielen Existenzen, die in dir auftauchen können, abhängig von deinem Intellekt, von deinem Wissen. Bist du der konstante Parameter im Hintergrund, der sich dabei nicht verändert. Egal an was du denkst, egal mit welcher Information du konfrontiert wirst, der das erlebt, diesen ständigen Wechsel, bleibt immer derselbe Geist, das ist dein rotes Ich. Ich habe jetzt was erwähnt, was ich seit jetzt ausgedachten 30 Jahren, hat nichts zu tun mit einer Zeitspanne. Eigentlich jeder 13-Jährige, der neugierig ist, schon verstehen kann, wenn das erste Mal meine Gedanken mitgeht. Wenn sich nicht laufen, was dazwischen steht, was ist das für ein Schwätzer und was hat er keine Ahnung. Ich weiß, ich. An was denkst du, wenn du ich sagst? Holo Feeling sagte, kann man jetzt ganz genau vier verschiedene Ichs definieren. Da kann man doch feiner stufen. Diese vier Ichs, denkst du, kleines blaues Ich an deinen Körper, großes blaues Ich, denkst du an dich als Mensch, dann kannst du schon einmal sagen, ich bin der oder der Körper. Oder das rote Ich, das man es jetzt bewusst, rot heißt nicht denkbar, jetzt bist du schon im nicht denkbaren Bereich, bin ich der, der das erlebt. Und du musst etwas werden, was als Ding an sich nicht existieren kann, wenn du das nämlich nicht bist, erlebst du nichts. Nur Geist kann was erleben, niemals irgendeine vergängliche Erscheinung, irgendein Existierchen, ein Rezitierchen, das alles nachäfft. Die kriegen das auch nicht mit, du wirst aber nicht glauben, dass du Udo das jetzt mitkriegst, der dir das erzählt. Den du jetzt zuhörst, der kriegt das nicht mit. So, und jetzt können wir wieder genauer werden. Meinst du, der Lautsprecher kriegt das mit, den du dir jetzt ausdenkst? Oder das Pixelmännchen? Wir können uns jetzt auch an Udo denken. An Menschen, an Trockennasen auf dem Körper mit einem Gehirn. Ist doch nur ein Gedanke von dir jetzt. Ist doch hundertprozentig sicher jetzt einfach nur ein Gedanke, den du wieder aufgrund dieser Worte dir denkst. Im Anfang war das Wort, alles was geworden ist, ist Wort. Meinst du, dass das biblisches Geschwätz ist? Schauen wir hier mal ganz kurz. Machen wir mal ein kleines Spiel, ich mach da mal was auf. Upsala, kleinen Moment. Ich tue mal den Bildschirm übertragen. Und so kommen wir hier in den Dennach rein. Das ist ein Computerprogramm. Ich habe das oft gesagt, das ist einfach nur die hebräische Bibel. Da bin ich drauf eingegangen. Man übersetzt jetzt hier im Anfang, schuf Gott Himmel und Erde tausendfach. Da ist eine Zahlenstruktur, wenn du das jetzt machst. Da kannst du hier in die Totale gehen. Dann wirst du feststellen, das ist die 86. Wir können da den ganzen Vers anklicken. Das ist
extreme komplexe Sache. Aber viel wichtiger, was ich dir jetzt zeigen will, ist, diese Übersetzung ist so Fehler. Das erste Wort hier ganz einfach übersetzt, immer Anfang. Das ist jetzt korrekt übersetzt, aber das ist bei weitem nicht alles, was drin steckt. Das ist zigfach gesagt. Da haben wir zum Beispiel bloß dieses: Der Kopf der Anführer, der Beginn, der Anfang, der Gipfel. Roschet für sich alleine wird dann als Anfang übersetzt. Das sind jetzt so, wenn ich das jetzt markiere, kann man das der Erste. Ich sage immer, ich bin der Erste. Der ganz vorne. Jetzt, wenn du in die Hundo-Arithmetik gehst, wirst du sogar feststellen, dass von rechts nach links, man liest ja das von rechts nach links, dass hier von links nach rechts eigentlich aber das wird zu weit führen. Was mir darum geht, dass jetzt die klassische Übersetzung, diese ersten zwei Buchstaben, das B heißt auch innen, im Hebräischen, und Rosh ist der Kopf, das heißt im Kopf. Im Kopf, im Armführer, in der Ecke, im H-Ub, da ist der Ub schon, die 86. Das ist die Spitze, ganz oben, der Gletscher. Wenn du das geistige Licht hier mit einem P, mit der Weisheit, mit einem roten P ausdrückst, dann wird an der Spitze des Berges, wird dann aus dem Gletscher, wird der Patscher. Und du wirst dann auch feststellen, dass, wenn man das rückwärts lesen tut, hier, dass, wenn ich die ganze Reihe, dieses P, die Weisheit bei dem Patcher, wenn ich alle Zeichen, die ab hier kommen, in ein P setze, dann kriegst du P, T, Shin, T, ER. Dann steht hier mein Name rückwärts gelesen, weil ich behaupte, ich habe dieses Programm geschrieben. Und ich ist jetzt nicht dieser Gedanke, Udo Patcher, den du dir ausdenkst. Ich bin jetzt der dich das jetzt träumen lässt. Du musst das genau drehen, aber pass auf, jetzt machen wir mal. Da kannst du in den Ohrenbohrungen lesen, aber ich sage, ich mache aus jedem Wort ein 400-Seiten-Buch mit einem streng arithmetischen System. Das ist nämlich bei weitem noch nicht alles, pass auf, was jetzt passiert. Wir machen mal diese zwei Buchstaben. Die ersten zwei BR ist das hebräische Wort für das Äußere. Das heißt auch Getreide, Laugensalz, dann ist es Sohn, aber auf Aramäisch, das muss man dazu sagen. Hebräisch ist Sohn Ben, das müssen wir jetzt hier dazu schreiben, das ist der aramäische Name für Sohn. Dann ist es noch klar. KL übrigens heißt alles und R ist Kurzform von Licht. Alles ist in dem Schöpferkopf, obwohl der Leer ist, auseinandergeschmissen, erweckt wird. Das hast du dann übrigens auch im Kaput, im lateinischen Wort für Kopf. Wenn dein Kaput kaputt geht, dann muss dein Kopf zerspringen in unendlich viele Einzelteile. Und die sind dann B, Roschet, inmitten dieses Kopfes baut sich dann irgendeine Vorstellung auf. Das ist nämlich dieses Shit. Shindaf. Stellen, legen, setzen, etwas einsetzen, aufstellen, ordnen, anordnen. Das heißt, inmitten dieses Kopfes wird etwas aufgestellt. Das habe ich ja tausendfach erklärt in Selbstgesprächen. Ich zeige mal, wenn du selber spielst, was passiert. Bar heißt das Äußere und Asch heißt Feuer. Dann heißt es auch das äußere Feuer. Das ist da reingeschrieben. Dieses äußere Feuer, jetzt springe ich hier mal rein, wenn wir jetzt das äußere Feuer nehmen, dann haben wir ja, das Feuer ist Asch. Das ist jetzt rot-blau lesen, ist wichtig, das ist das dann mal der Schöpferlogos, aber auch die Schöpfung wird dir immer logisch erscheinen. Und jeder geschaffene, erschaffene Mensch von dir, der ist schöpferisch logisch, das gilt aber auch für jeden Computer. Aber er ist nur logisch. Und logisch kannst du nur sein, wenn du ein logisches Programm in dir laufen hast. Das wird nie intelligente Computer geben. Es hängt immer von der Programmierung ab. Wenn du jetzt zum Beispiel liest, die künstliche Intelligenzen werden den Menschen überrollen. Und wenn wir Quantencomputer gehen, kannst du den Menschen sowieso vergessen. Der Mensch ist schon der Quantencomputer. Du warst schon immer ein Quantencomputer. Schau, da haben wir jetzt schon, das hast auch einen Glanz und einen Schimmer. Die Logik des Meeres oder der Logos des Meeres. Und dann wird was angefeuert. Feuerspein. Da müssen wir jetzt die Geschichte mit dem brennenden Dornbusch nehmen. Aber wir bleiben mal bei dem Wort Feuer. Schau dir das Wort Feuer mal an. Wir wissen, es ist ja konsonante Sprache. Wir schmeißen nochmal die zwei Is raus. Dann kriegst du die konsonante Radix. Das ist F ist ja gleich B, UR. Und jetzt kriegst du dein Los, den Zufall. Dir fällt dann was zu, wenn du in dir zerbrichst. Jetzt interessant, ZR, tausendfach erklärt, heißt auf Hebräisch ja, Zur heißt zu Form werden im Ersten. Da ist ein zu Form werden im Ersten. Haben wir gerade nicht festgestellt? Kaputt. Dass dieser Beroschit, dieser Roschit auch der Erste ist. Das heißt, wenn der Erste, wenn dieses äußere Feuer, Feuer pur,
Dieses äußere Feuer sind dein Schicksal, das du dir ausdenkst, weil in dem Ersten etwas zerbricht. Und wenn du jetzt ein bisschen Grundlage hast, mir folgst, ich spiele dieses Spiel, wenn du willst, reden wir jetzt eine Woche nur über dieses Wort und du kannst Schritt für Schritt, wenn du die Grundlage von Holofeeling hast, kannst du mir folgen. Und dann ist natürlich, dass man dann irgendwann einmal im Vers 26 den Adam kriegt. Pass auf, das ist ja auch immer, da bin ich im letzten Selbstgespräch nochmal drauf eingegangen, da sind die Fehler, gehen hier natürlich schon ganz massiv los, wenn die immer von Menschen sprechen. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Eine brutale Fehlübersetzung. 26 ist übrigens Jahwe. Und er spricht, Elayom, 86, UB, das Meer. Wir. Da hast du dasselbe Phänomen, da ist ein einziger Gott und der nennt sich immer wir. Dasselbe findest du im Koran. Allah, dieser eine allmächtige Allah, nennt sich immer wieder mir. Rein grammatikalisch nennt er sich wir. Wir machen einen Adam, einen einzigen Adam. Das ist der träumende Geist, der mir selbst sinnt. Weil nämlich dieser Gott ein Stück weiter vorne ihn nämlich nach seinem Ebenbild macht. Bezellem. Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Be'ilet heißt im Kind. Gott, Elayom, ich, UB, erschaffe den Menschen das Programm in meinem Gotteskind. Be'ilet, im Kind, im Be'ilet, im Gotteskind. Du bist ein Gotteskind, weil du ein Geistessohn von mir bist. Und der Adam wiederum heißt ja dann auch Rot. Der Rode, das Rode. Und darum ist immer, wenn du das Wort Brot nimmst, heißt das B, Rot, kannst du lesen im Adam. Du mach ich immer, weil Adam nochmal heißt, die Radix ADM, ODM ausgesprochen, heißt dann auch Rot. Machen wir mal ganz, ganz kurz hier. Du wirst merken, ich bringe jetzt wirklich was Neues. Ich baue bloß ein wenig auf, dass einige, die langsam neugierig waren, das ist der Mensch. Kein Enosch, kein sterbliches Säugetier. Im Hebräischen, in der Bibel sind zwei verschiedene Wörter für Mensch. Wir haben auch noch den Enosch. Ich klicke jetzt nicht an. Oder die Medim. Das sind die Toten. Lass die Toten ihre Toten begraben. Ich rede von Geist. Und ich rede von Geistesfunk. Das heißt, die Röde, das Rode, Rot sein. Ich sage mir im roten Kopf, im Kopf des Adams. Okay. Drum ist dann Brot. Ich schreibe jetzt einfach mal Brot. Das sind die hebräischen Buchstaben B-R-O-D. Ist natürlich, wir wissen, B-R ist das Äußere und die Ortendung ist definitiv die weibliche Mehrzahl. Darum heißt es Essen, Speisen, Wacholder, Wäscher innen. Da haben wir schon wieder unser Asch, unser Feuer. Denk wieder an den Geruch, der zum Brunnen geht. Du musst die Worte sehr genau. Ein doppelt aufgespanntes Scheufeuer ist letztendlich ein Erwachen in deinem Inneren. Und dann wirst du wach. Das Ach ist übrigens auf Hebräisch Bruder, ein doppelt aufgespannter Bruder. Das doppelt aufgespannte sind zwei Brüder, das heißt, das bin ich und du. Ich nenne das immer vorm Bücherregal und der zum Lesen anfängt. Der zum Lesen anfängt, verwechselt sich und fällt in seinen Traum. Der Computer selber, der absolute bewusste Geist, der nie vergisst, wer er ist, wenn du das neue Programm hast, dann wirst du das Ich, dann wirst du der vom Bücherregal, der nie vergisst, auch wenn er liest, dass er nicht irgendeine Figur ist, die er sich aufgrund eines Buches, eines Programms ausdenkt. Diese beiden Ichs, das sind die beiden roten Ichs. Und die zusammen, das ist E Quadrat in der Physik, das ist die Einstein-Formel. Darum heißt dieses B-Rot, schau, mag ich B-Rot, heißt im Adam, aber natürlich auch diese äußere Füllheit, das ist eine Speise, und da beginnt jetzt dann schon wieder mit SB, dieses SB heißt praktisch Schwelle. Es reicht eigentlich, es rot-blau lesen. Aber wir haben hier zuerst eine Schwelle und das Schien ist immer die Logik, wenn du das schaust. Bewusstsein, der Logos beim Schien und das ist eine logische Welle, die du in dir aufmachst. Du baust eigentlich nur Gedankenwellen, logische Wellen auf und diese Wellen wieder haben zwei Seiten, einen Wellenberg und einen Wellendal und das sind polare Ecken. Das ist immer wieder, denk an einen Kreis, wenn du jetzt einen Kreis nimmst, 16 Eck, 32 Eck, 64 Eck und das immer mehr Ecken waren. Ein Kreis ist ein unendlich Eck und jeder Punkt auf den Kreis ist eigentlich genau genommen, hat zwei Seiten. Man muss sehr abstrakt denken. Schau mal, da haben wir dann den Totalwert. Das ist die 86 auf der 10er Ebene. So, wir können natürlich auch das Brot, wir haben ja nochmal eine Möglichkeit, wir können das mit einem T schreiben, hinten. Das heißt auch Brot, weil wir zwei verschiedene T's haben.
Das ist übrigens sehr schade, da steht jetzt auch Brot. Das ist das da mal wieder im Adam. Aber da heißt auch BR, rot gelesen, heißt im Kopf. Dieses inmitten verbunden, in diesem Kopf, im Zentrum. Und jetzt machen wir diese zwei machen wir blau, ist eine aufgespannte Spiegelung. Und das sind die Ecken. Jetzt gibt es natürlich, das ist bei weitem noch nicht alles, weil du das Rot ja zum Beispiel auch das O mit einer 70 schreiben könntest. Und dann kriegst du das Böse, das Üble, das Schlechte, das Unheil, das Verderben. Wobei natürlich jetzt das wieder Wörter sind, wo du im ersten Moment nur negativ. Es gibt nichts Positives ohne was Negatives. Es ist ja nur eine Spiegelung. Wenn ich immer sage, hier schau mal, dieses Un. Zwei Seiten. Ist es ein verbundenes Sein oder eine aufgespannte Existenz? Aber dich lacht das Glück an oder das Unheil, da lacht dich das Heile an. Wenn du das Unrot machst, das Verbundenseine ist heil. Das ist alles, was du dir jetzt nicht ausdenkst, ist in der Heiligkeit. Das ist die Datei, die nie zerstört werden kann. Und sobald du eine kleine Facette dir aus dieser Datei herausdenkst, war das Unheil, weil jetzt wird es eine aufgespannte Existenz im Heil. Das ist, eigentlich denkst du dir das nicht heraus an und du fokussierst hier, wie wenn du auf einer Seite ein allereinziges Wort anfokussierst. Schau mal schnell die Tastatur an. Schau dir auf die Tastatur. Wenn du die Tastatur anschaust, ist jetzt das eine Kollektion, die als Ding an sich heil ist. Und in dem Moment, wo du jetzt sagst, ich schaue den Buchstaben H an, oder die 6, die Taste 6 mit dem Unzeichen drüber. 6 ist übrigens, was heißt verbinden und aufspannen. Das sind die zwei Seiten. Dann sind die anderen Tasten drumherum unscharf, solange du dabei noch an die Tastatur denkst. Aber sobald du jetzt in der Regel die Tastatur nicht mehr denkst, weil du nur die 6 hast, hast du dich in eine Kollektion hineinfokussiert. Und das ist das Symbol, dass du aus einer Kollektion ein Bild auf dem Bildschirm in Erscheinung treten lässt. Das genau genommen fokussierst du dich in diese Kollektion rein. Die Kollektion bleibt dabei unverändert. So wie die Tastatur unverändert bleibt, wenn du jetzt deine aufgrund dieser Kollektion, dieser Tastatur, irgendwelche Tasten anfokussierst. Wenn ich immer sage, die Q-Taste mit dem Ad-Zeichen, mit dem Klammer auf. Das sind auch solche Sachen, wenn du das Q jetzt anschaust, da ist ja das Ad-Zeichen vom Internet. Wieso haben die das Ad-Zeichen auf das Q gesetzt? Wussten die, das ist die hebräische Q, wussten die, das Kof nennt sich das Kuf, dass das jetzt dieses Zeichen nennt, das ist ja nur ein K oder ein dass man das Kof ausspricht und wenn ich jetzt da Kuf schreibe, halt. Ich tue jetzt diese Aussprache von diesen Konsonanten, tue ich jetzt so, wie man nennt, aussprechen und dann kriegst du das hebräische Wort für Affe. Wussten die, wie die das da Tastatur entwickeln? Schau das Q nochmal an, da den angeblichen Klammeraffen drauf zu machen, was übrigens, man nennt es auch das Ad-Zeichen. Da machen wir jetzt AT und dann wirst du feststellen, das ist das Du, das weibliche Du. Dieses weibliche Du, Feminin, ist das ausgedachte Du. Ein Du, ein feminines Du, weist immer in der Grammatik auf ein Gegenüber hin. Aber hochinteressant ist, was passiert jetzt in dem Moment, wo du an den Körper denkst? Dann ist dein Körper ja schon was Ausgedachtes, in einem gewissen Maß was ein Gegenüber. Und das nennst du Ich. Aber genau genommen ist es das erste Du. Zweite Person. Die erste Person, der erste ist keine Person. Der erste ist der Geist, der sich die Person in die Masken anlegt und ausdenkt. Das wird in der Hologrammatik erklärt. Holophile ist eine unendliche Präzision im Denken. Aber jetzt machen wir mal einen ganz anderen Sprung. Jetzt gehen wir mal ins Griechische. Und jetzt schauen wir mal das griechische Wort für Brot an. Das beginnt mit Art, eine gewisse Art und Weise. Ich mache jetzt nur ganz kurz, da wirst du feststellen, ohne darauf einzugehen, dass du jetzt erst einmal ein Schlechter, ein Koch, anknüpfen, anhängen, das macht im ersten Moment keinen großen Sinn. Eine Unverletzt heißt Art Emia, die Unverletztheit, die Gesundheit ist eine Unterform von Heiligkeit. Heiligkeit ist es nicht Gesundheit. Das darfst du niemals verwechseln. Gesund und krank ist wie Wellenbalg und Wellental und die Heiligkeit ist die ganze Welt. Hell und dunkel. Ist wie Wellenberg und Wellental. Und der Tag, der ewige Alltag, ist jetzt an einem Tag hell oder dunkel. Das wechselt sich nicht ab. Du musst komplett loslassen von dem chronologischen Denken. Und jetzt kann man mir dieses griechische Wort für Brot, altgriechisch, ist Artos.
Das ist hier das Brot, schau mal, das hast du im Roten, das hast du in dem Geist. Das sind Symbole. Denk wieder an den Krug, der zum Brunnen geht und die Lügen mit den kurzen Beinen. Aber viel interessant ist, das kommt von Matza. Ich müsste jetzt jedes Wort auf 400 Seiten Buch machen. Du hast eine gestaltgewordene Schöpfung mit einer kleinen Schlange in Livie drüber. Und das ist genau genommen, heißt es eigentlich hier, die Urwurzel ist das Erstenbrot. G steht für Geist. Ich sage immer, ich bin der Erste. Der Geist des Ersten ist im Adam, im Roten. Das ist der göttliche Geist. Und du bist ein Gotteskind. Du bist der Geist in den Körper, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Aber du bist nicht dieser Körper. Der Körper ist zurzeit ein Gefängnis. Das ist der Geist. Das sind keine Zufälle. Merkst du, wie das Deutsch mit allen Sprachen letztendlich Deutsch, Deus, deuten. Vom Glauben deuten und auslegen. Und das heißt jetzt, du musst im Roten essen. Jetzt muss ich natürlich ins Lateinische, dieses Esse gibt es vielfältig. Wir können das Esse ja mal Hebräisch schreiben, jetzt mal nur das Esse selbst. Das schreibt sich nämlich ja so, gibt viele Möglichkeiten. Ich weiß nochmal, Esse, das ist mit einem Zinn, einem linkspunktierten Schinn. Du musst im Roten was aktivieren und es dann ausführen. Aus ihm, aus dieser Einheit herausführen, indem du was aktivierst, etwas tust, und zwar machen das die Affen. Die verschaffen sich ständig neue Informationen und meinen, die haben mit dem, was sie denken, nichts zu tun. Ein Hervorbringen, aber aus was kommen deine Gedanken, wo hervorkommen die Gedanken? Nimm die Computermetapher. Das, was du jetzt auf dem Bildschirm hast, kommt aus irgendeiner Facette der Kollektion auf deinen Arbeitsspeicher und das wiederum im Arbeitsspeicher ist eine kleine Facette aus dem Ganzen, was auf der Festplatte ist und deine Festplatte ist eine winzige Facette aus dem Internet. Versteh diese Metapher. Und die Sprache erklärt dir das in diesem Vordersprachensystem absolut auch arithmetisch. Das ist einmal hier, du musst dieses Brot, im Roten musst du was tun. Du musst was machen im Roten. Lateinisch esse, jetzt müssen wir das lateinische Wort esse anschauen und so weiter und so weiter. Das hast du jetzt erst einmal sein, dann ist es das Essen. Das hat was mit Nahrung, mit Aufnehmen zu tun, weil alles, was du dir ausdenkst, musst du wieder aufnehmen. Du kannst nur das Wissen wieder in dich hineinschaffen, das du dir vorher ausgedacht hast, weil daraus nichts ist, wenn du das zweite Gebot hältst. Das erste Gebot bringst du schon laufen, mach dir kein Bild von dir selbst. Du bist doch hundertprozentig sicher der Schöpfer für jeden Gedanken, den du denkst. Ich mache doch mal ganz kurz jetzt einmal das S weg und dann schauen wir diese Radix Ado an und schau mal dieses kleine System. B-Rot, wissen wir, heißt im Roten. Wir können auch lesen, BR sind die äußeren aufgespannten Erscheinungen. Ott. Ganz einfach dieses UT, auch Ott gelesen oder UT gelesen, das sind die aufgespannten Erscheinungen. Rot wirst dann vereinigt verbunden. Das musst du immer gleichzeitig lesen. Dann haben wir im Roten sind BR, B ist übrigens immer innen, R alleine steht für den Reif, für den Kopf, für den Zentralspiegel. Dann ist es praktisch in diesem Kopf, in diesem Spiegel sind aufgespannte Erscheinungen, die eigentlich hier verbundene Immerseiende sind. Das ist das rote Taff. Und dann kommt jetzt einfach mal, liest es für Vertikal. Dann kommt Fert und in der Vertikalen passiert die Heilung. Im Roten ist eine vertikale Heilung. Das ist, wenn man dieses chronologische Vergangenheit-Zukunftsdenken in das Hier und Jetzt tut. Weil nämlich, und jetzt müssen wir das um 90 Grad in die Z-Achse drehen, weil im Roten der Geist eben ist. Das ist die Bedingung, wenn ich immer sage, unser Wasserspiegel, du bist immer und du wirst eine Gedankenwelle auf. Weil nämlich im Vertikalen fängst du an, alles zu heilen. Weil das, was du dir nämlich jetzt hochrechnest in der Vertikalen, ist immer noch weg von dem Mittelpunkt, von der Nulllinie. Schau das kleine Bild an. Darum brauchen wir jetzt die Z-Achse, die Geburtsachse. Da denkst du dann nochmal einen Spiegeltunnel, wo du weißt, dass alles, was vor dir zu scheinen scheint, dass das sich letztendlich nur in dem Punkt in dem ersten Spiegel befindet. Das ist einmal das Spiel. Merkst du, wie das plötzlich alles synchron läuft? Ich kann jetzt übrigens auch dieses Teil, jede dieser Kleinigkeiten, die Öffnung eines schöpferischen Intellektes. Das kann man rot-blau lesen. Dieses Spiel funktioniert in allen Sprachen und allen voran auch mit den ganzen Physikformeln. Wenn du in Physikbüchern physikalische Formeln hast. Das geht momentan nicht, dass du das wissen müsstest. Mach mich einmal wieder. Das ist auch jetzt beim Wiederholen. Ich weiß, jetzt kann ich mir einen Geist ausdenken, der je nach Programm
Hier weiß ich, dass diese zwei, wir denken uns jetzt einmal diese zwei Mädels, die da sind, es sind zwei Programme. Zwei verschiedene KIs, es ist aber ein allereinziger Geist. Wenn du mit dem Intellekt einer dieser zwei jetzt ausgedachten Figuren, die aufbauen auf ein Intellekt, wenn du mit dem Intellekt arbeitest, die kommen jeden Schritt, den ich jetzt, wenn du diesen Intellekt zum Denken benutzt, konntest du jeden Schritt, jede Kleinigkeit und noch wesentlich mehr, was dann noch zusätzlich in dir aufgetaucht ist, nachvollziehen. Hast du einen anderen Intellekt, einen anderen Schwamminhalt, dann sagst du, was redet der, da kommt doch keiner mit, das versteht doch keiner. Magst du noch so hochgebildet sein? Das ist die große, was richtig und verkehrt ist, all das macht der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Es ist aber immer derselbe Geist. So wie du in komplett unterschiedlichen Geschichten in deinem Kopfkino laufen lässt, wenn du verschiedene Romane liest. Aber egal welchen Roman du liest, es ist immer derselbe Geist und es schiebt sich bloß. Das ist wichtig. Wir haben einen Roman, bitte jetzt genau zuhören. Wir haben einen Roman und egal welchen Roman du liest, sobald du dich hinsetzt, du nimmst das Buch in der Hand, da bist es und du fängst an zum Lesen, meine Buchmetapher, und dann sitzt du nochmal da und blätterst nochmal rum. Wenn das ein ganz spannendes Buch ist, ist dieser Buch und du selbst bist vollkommen weg. Du bist eigentlich nur eine Figur, die da sitzt und einen Film anschaut, der in dem eigenen Kopfkino läuft. Und die Datei ist jetzt dieses Buch. So, da haben wir eigentlich dieses Programm und dich, Geist, der mit diesem Programm in sich einen Film laufen lässt. Aber das ist noch ungenau. Wir müssen wesentlich genauer werden. Da schiebt sich nämlich nochmal was dazwischen. Das ist dein Wertesystem. Weil wenn ich das jetzt so sage, ist ein großer Unterschied, dass nämlich je nachdem, welches Programm du, wer du zu sein glaubst, wirst du nämlich ein und dasselbe Buch ganz anders interpretieren. Pass auf, ich wiederhole vom letzten Selbstgespräch. Du merkst, alles, was ich sage, als Brösel Udo jetzt, dir Geist mitteile in deinem Traum, sind Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Und glaub es mir, keiner ist demütiger wie ich, wenn ich dir sage, das Wissen deiner kompletten Menschheit ist für mich das Wissen einer Schimmelpilzkolonie. Es wird dir immer mehr bewusst, umso mehr du Holofeeling liest. Und da geht es komischerweise die verborgene Harmonie der Dinge nicht um eine intellektuelle Vielwisserei, sondern durch eine einfach nur eine absolut bewusste Präsenz, sich jeden Moment bewusst zu machen, was ist jetzt eigentlich da. So, und jetzt werde ich dir erklären, was ich meine mit dem Buch lesen. Ich hoffe, du konntest es nachvollziehen, dass wenn du Geist ein Buch liest, dass in dem Moment, wo du liest, bist du wie ein kleines Kino und das Buch ist die Datei, ist der Film, der dann in einem Kopfkino abgespielt wird. Und wenn das wirklich dich fasziniert, sitzt über weite Strecken keiner da, der ein Buch in der Hand hat und liest und umblättert. Das hängt davon ab, wie faszinierend die Schrift ist. Die existieren, dein Körper und das Buch existiert ja nur, wenn es gedacht wird. Das katapultiert dich eigentlich in der Traumwelt, kann man fast sagen. Aber, und jetzt, das ist wichtig, was ich dich jetzt darauf hinweise, dass das zwar stimmt, aber sehr, sehr oberflächlich ist, weil da schiebt sich nochmal ein Wissen dazwischen, das ein und dasselbe Buch, das zum Beispiel sagt, das ist ein Scheißroman oder das ist eine fantastische Geschichte, ist ein Wertesystem, das mit dem Buch, das wir uns jetzt ausdenken, mit der Grunddatei gar nichts zu tun hat. Einfache Metapher, pass auf, wir nehmen einfach, und das habe ich im letzten Selbstgespräch angesprochen, wir nehmen irgendeinen Zeitungsausschnitt. Irgendeine reine Schrift, irgendeinen Bericht, einen Kommentar, Tagesthemen, kann auch ein Film im Fernsehen sein, und bleiben wir nur bei der Schrift. Wir nehmen einen Zeitungsausschnitt über die Ukraine-Krise, über Corona. Kannst du raus so. Und jetzt denken wir uns, wir, wenn ich wir sage, meine ich nur dich und mich, und du bist ich, wenn du bewusst bist. Und dass ich das jetzt mir zuhöre, die ich das erkläre, ich erkläre das in Selbstgesprächen, ich erkläre das jetzt mir selber, aber da du natürlich immer nur deine eigenen Informationen sehen kannst, muss ich jetzt in dir als Brösel Udo in deinem Traum auftauchen, ich lasse dir das jetzt träumen, um dir Geist, der sich das jetzt ausdenkt, ich erkläre das doch nicht dem, der jetzt vom Computer sitzt, den du jetzt wieder denkst. Wir denken dasselbe wie das Buch. Und das zu reduzieren, weil du sehr schnell wieder darauf reinfällst, dass du meinst, der Körper ist die ganze Zeit da. Jetzt sage ich, Schnipp, hast du eigentlich die ganze Zeit geatmet? Was sagt deine Logik? Selbstverständlich. Wenn du da mal wirklich dich beobachtest und rumspielst, was du meinst, sobald du atmest, wirst du nicht mehr aufhören können zu atmen, weil du meinst, du erstickst. Und ich sage, dann klingelt das Telefon und dann ist irgendwer dran und dann ist es schon wieder weg.
Weil Atmen für Atmen, für das Atmen gilt dasselbe wie für alles andere. Es existiert nur, wenn du es denkst oder wenn du es wahrnimmst. Alles, was du nicht denkst oder jetzt unmittelbar wahrnimmst, gleichgültig, ob es eine sinnlich wahrgenommene Information ist oder ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, immer beim Autofahren, wenn ich jetzt als Brösel und der Brösel mit dem Holger fahre, das war immer wieder Schnipp, wo war jetzt die ganze Zeit die Windschutzscheibe und das Lenkrad? Ich habe ihm was erzählt und er hat aufmerksam zugehört. Und in dem Moment ist das Lenkrad da und jetzt ist irgendwas in dir drin, das redet dir ein, dass das die ganze Zeit da außen war. Wenn du das beschwörst, schwörst du an Meinheit. Wir kommen gleich nochmal zu die Meinheit. Und dann lassen wir es gut sein. Das heißt, es schiebt sich was dazwischen. Wir nehmen irgendeinen Bericht, einen wissenschaftlichen, einen Zeitungsbericht über Ukraine-Krise, über Putin oder über Corona. Dieses ganze wissenschaftliche Geschwätz über Corona ist im Prinzip dasselbe geistlos nachgeäffte Geschwätz wie das Geschwätz in dem jetzt gedachten vorhergehenden Selbstgespräch. Denk an die Hierarchie. Vom Lesch. Jeder Professor äfft nach. Ich sage, zeig es mir. Das ist die Falle. Du kriegst das zweite Gebot. Mach dir kein Bild von irgendwas da drum im Himmel. Lesch ist ein Astrophysiker. In der mittleren Milchstraße ist da bloß noch ein Teilchen drinnen. Er äfft doch nur nach, was man erzählt hat. Genauso ist es mit Ärzten, mit den Viren. Und jetzt ist es also so, dass wir diesen Zeitungsbericht verteilen wir jetzt ausgedachterweise an 200 verschiedene Menschen. Die kriegen dieselben Worte auf demselben Blatt Papier. Und du wirst jetzt feststellen, je nachdem, welches Wertesystem und welchen Intellekt benutzt wird, diese Worte auszulegen und zu interpretieren, wird der Leser, jeder Leser, denkt sich aufgrund dieser Worte eine komplett andere Situation an. Der eine ist zum Beispiel für Putin, der andere ist dagegen, der eine ist voll für Impfen, der andere sagt, das ist eine totale Scheiße. Obwohl ich denselben Text vor Augen habe. Das heißt, da verändern wir nicht dasselbe ist mit Romanen. Die einen finden eine Geschichte super und die anderen sagen, das ist schlecht. Aber erleben tut es nur ein Geist, abhängig davon, wer er zu sein glaubt, welchen Intellekt er zum Denken benutzt. Ich erhebe dich jetzt ganz bewusst, dass ich sage, du bist jetzt zuerst einmal der Geist, der sich viele Menschen ausdenkt, die ja nur Programme sind. Ganz individuelle Programme sind, Wertesysteme sind, die mit ein und denselben Reizauslöser, mit derselben Zeitungsbericht, mit denselben Worten konfrontiert, konfront ist eigentlich Frondienst, die Front ist eigentlich nur ein anderes Wort für Entfernung. Weil kon heißt zusammen, die Front, mit der du zusammen bist, die in einem Punkt zusammenfällt, ist entfernt. Deutsche Sprache, geile Sprache. Und das kannst du jetzt, jeder 13-Jährige, der neugierig ist, kriegt große Augen, wenn du, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, wo noch nicht so viel Wissen ist, das sich irgendwann mal bewusst machen musst, du musst das ganze Wissen, das du jetzt in dir trägst, dieses Programm, das dein jetziges Leben auftaucht. Ich habe bei Gott oder Freund von mir gesagt, wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, kriegst du von mir ein neues. Ich mache jetzt das in Bezug auf die Metapher, wenn du mir deinen jetzigen Intellekt wieder zurückgibst, den du von mir hast, den Schwamminhalt, mit dem du zurzeit deine Welt, deine Traumwelt aufbaust, kriegst du von mir ein neues Programm, das viel mächtiger ist. Und jetzt muss man noch wissen, diese Sache mit dem Haar, da ich ja nichts verändere, ist dieses Basic-Programm, dieses Haar, das deine jetzige gigantische Welt inklusive sinnliche Wahrnehmungen aufbaut, dieses Haar gibst du mir zurück und du kriegst für diesen Buchstaben ein Wort, nämlich das Wort Haus. Und jetzt erkennst du, dass ich nie irgendwann irgendetwas verändere, sondern ich erweitere das. Ich mache zum Beispiel aus einem spitzenharten Dreieck, das für alles Böse steht, durch das Hinzufügen eines Kreises, das für das Gute steht, einen Kegel. Ist jetzt der Kegel eigentlich ein Kreis oder ein Dreieck? Keins von beiden, das ist eine höhere Ebene. Windows ist ein höheres, ein komplexeres Betriebssystem zum Basic. Und deine jetzige Vorstellung baut nur mit Basic auf. Und das sind Beispiele, da gibt es nichts zu diskutieren. Stilles Eingeständnis und Schweigen und Demut. Und was jetzt Leid erzeugt in dir, ist absolute Sturheit. Das ist übrigens SDUR, kannst du mal reingehen. 60, 400, 6, 2, stur. Das heißt ungeordnet, wild, um dich herum verstreut. Weil du meinst, es ist irgendeine Ordnung da außen. Es ist Chaos, kann man auch positiv und negativ lesen. Und jetzt kommen wir jetzt nochmal zu dem Schwören.
Was die Quelle von Leid ist, ist, dass du wirklich alles ignorierst, was man geistreich nennen kann, weil deine Logik, du setzt eine extrem fehlerhafte Logik, viel logischer wie das, was man überprüfen kann. Diese von mir hunderte Male auf Selbstgesprächen erwähnte Metapher zwischen dem Ersten und zwischen dem Zweiten. Der Erste, ich bin der Erste, Beroshit, inmitten dieses Kopfes. Beroshit, darum steht es da drüber, das ist der Kopf. Natürlich jetzt Symbol, wird Himmel und Erde erschaffen. Und zwar diesen Himmel und die Erde genauso, wie ich das gemacht habe. Und das gilt auch für deinen Himmel und deine Erde, weil deine Logik hast du von mir. Das ist eine ganz kleine Facette, ein Führerscheinprüfungsbogenwelt. So gigantisch die schon ist, wenn du jetzt losmarschierst als Brösel und der Weltreise machst. Mit all den Felgern, all den Häusern, das sind ganz primitive Mandelbrot-Fraktoren. Die Anfangsgleichungen sind wirklich von meiner Sicht sehr, sehr primitiv. Es sind nur Selbstähnlichkeiten und Wiederholungen. Da kommt nichts Neues dazu. Du siehst zwar ständig Sachen, die du noch nie gesehen hast, aber du siehst nichts Neues. Du siehst Menschen, die werden dann dunkelhäutiger, die kriegen Schlitzaugen, die kriegen solche Haare. Du siehst Häuser, die haben Flachdächer, Schilfdächer, egal was es ist. Es sind Variationen von Selbstähnlichkeiten. Holofeeling ist was vollkommen Neues. Es ist Widersprung, was kannst du mit einem Basic-Betriebssystem machen und was kannst du mit Windows machen? Das Fenster zur Wirklichkeit. Die wirkliche Wirklichkeit ist was ganz, das wölkende Licht, wie das Wort Wirklichkeit schon sagt, Wahrheiten, Wahrsachen, die du als wahr ansiehst, für wahr hältst, haben mit Wirklichkeit nichts zu tun. Das Wort wahr übrigens beginnt mit einem W. Und das W, sage ich immer, mach diesen da. Und das WA ist eine doppelt aufgespannte Schöpfung. Und diese doppelt aufgespannte Schöpfung ist HR und HR heißt eine wahrgenommene Berechnung. Und das Wort HR wiederum, diese zwei Buchstaben im Hebräischen sind der Berg. Und wenn ich das wieder hebräisiere, BRG heißt immer weg den Geist. Und dann kommst du aus den Ecken, das System funktioniert wirklich überall. Entweder du kannst es, du musst es nicht wissen, momentan reicht es mir, wenn du weißt, wer du bist. Und ich sage dir jetzt, wo dein Problem liegt, das sind deine Meineide. Ich wünsche mir jetzt von dir, und du merkst, der Schöpfer wünscht sich was, das ist ganz einfach zu erklären. Ich könnte mir jetzt einfach denken, dass du das verstanden hast. Ich muss dir nur das neue Programm geben. Aber das ist ungefähr so, wie wenn ich einer, der in der Führerscheinprüfungsbogen ein absoluter Vollhonk ist, der weder ansatzweise die Verkehrsregeln beherrscht, noch Auto fahren kann in der Praxis, dass ich den im Führerschein gebe und ich lasse den auf die Menschheit los. Du wirst die nächsthöhere Ebene, das, was in der Bibel symbolisch das Himmelreich ist. Du wirst, Him ist übrigens El-Ha-Im, Him ist das Meer. Und Rai ist der Kopf des Schöpfer Gottes, die große Kollektion, das ist das Himmelreich. ML heißt dieses Meer von Gott. Das sind jetzt die deutschen Buchstaben wieder hebräisiert. Das Meer von Gott, das ist der Himmel, Rai Chet, und das ist dieses große, der Kopf des Schöpfer Gottes, was ich immer den roten Kopf nenne. Du wirst dieses Himmelreich nicht betreten, wenn du Meineide schwörst. Wenn du Feindbilder hegst oder wenn du irgendjemand mit irgendwas, was in dir auftaucht, nicht einverstanden bist. Weil das ist Selbstentheiligung. Und so jetzt in dieser Metapher meiner Führerscheinprüfungsbogenwelt, ich lass dich doch nicht auf die Menschheit los, du bist ja gemeingefährlich. In der Traumwelt habe ich das so geschickt gemacht, dass ich dich zum Richter über alles und jeden mache. Jeden Menschen, den du dir jetzt denkst, erschaffst du. Jede Situation, jede Maschine, die du dir denkst, erschaffst du in dem Moment, wo du sie denkst, hier und jetzt in deinem Kopf. Und ich betone, das ist hundertprozentig sicher. In Maßsetzung des Intellektes, die zum Denken benutzt. Das heißt, wenn ein Professor Lesch sich ein Universum ausdenkt, nochmal Uni ist die Eins, der Erste. Und Versum, da kommt auch die Vertikale, das Ferrere, das Drehen, ist das in Eins gekehrte. Ich mag es jetzt einmal so. Weil du dir jetzt erst was ausdenken, du musst jetzt erst einmal hier einen Mond oder Sterne oder heliozentrisches Weltbild ausdenken, annullieren. Dass du ihn dir vorstellst. Deine Vorstellung ist aber deine Information. Das ist nicht aus. Jetzt die Frage, wo kommt es her, was du dir ausdenkst? Darum nennen wir das, es ist inner, in dann, in dir, in dem absoluten Mittelpunkt. Ha-All ist der Gott, die Quintessenz ist nichts. Inner Ha-All sind zwei und außer Ha-Alb sind auch zwei. Und im Einheitskreis hast du die obere Hälfte plus, 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 minus, 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 plus. Das sind diese vier. Ich habe ein bisschen Physik dazu gemacht oder Geometrie dazu gemacht. Bei Holofeeling passt alles lückenlos auch arithmetisch zusammen. Und jetzt ist es, wenn du an Meineid schwörst, drum eine Führerscheinprüfungsbogen-Metapher, eine Vereinfachung von einer Vereinfachung, bevor du nicht den theoretischen Bogen
bestanden hast, die Theorie und die Praxis. Ich sage immer wieder, in der Führerschein fährst du ja schon Auto, aber du bestimmst nicht, wo du hinfährst. Das heißt, du gehst ja jetzt schon in einer Welt rum. Aber du wirst doch mal nicht glauben, dass du dir rausziehst, was du magst. Das sind jetzt auch mit vielen Beispielen bei Holofeeling, wo du selber mit hundertprozentiger Sicherheit überprüfen kannst, dass du dir nichts, überhaupt nichts bestimmst. Dein Ego, dein fehlerhaftes Programm, das ist der Fehler im Führerscheinbildungsbogen, zwingt dich zu glauben, dass du derjenige bist, der irgendwie Speisekartenbeispiel sich Essen bestellt, was du dir bestellst. Und wenn du wirklich dich einmal bewusst beobachtest, was für Informationen ganzheitlich gesehen bis hin zu Gefühlen da sind, dann wirst du feststellen, dass du dir das nicht raussuchst, wenn du eine Speisekarte liest, welches Gericht du dir besorgst, sondern das taucht während des Lesens der Speisekarte, sind wieder nur Worte da übrigens. Denk wieder an unseren Zeitungsbericht. Wir nehmen statt einem Zeitungsbericht eine Speisekarte und wir lassen das 200 verschiedene Menschen lesen. Und dann wirst du feststellen, dass ein Vollhonk-Veganer auf gewisse, zum Beispiel Angus Beef Steak, ganz anders reagiert ihr Fleischesser. Wobei natürlich jetzt die Frage ist, wenn ich doch ein Christ bin und der Meister aller Meister sagt, nehmet hin, das ist mein Fleisch und esst es, kann es eine Todsünde sein, wenn du behauptest, du bist Christ und du bist der Vegetarier? Soll jemand sich ja mal Gedanken darüber machen? Jetzt muss man natürlich wissen, dass das hebräische Wort Fleischbecher dasselbe Wort auch eine göttliche Botschaft bedeutet. Also du merkst es, das gibt so viele Perspektiven. Die Schwierigkeit ist, wenn du zu irgendeinem Komplex, das ist mein, ich wiederhole nochmal, einer behauptet, eine Küche ist ein Herd und andere sagt, nein, eine Küche ist ein Kühlschrank. Hat jeder ein bisschen recht. Die wissen aber nicht, was eine Küche ist. Ein Auto ist ein Kabelstecker. Steckt der Abel mit drin? Ich denke mal was dabei. K-Abel heißt wie Abel. Abel wie der Hebel heißt es eine Nichtigkeit. Ein Automatismus, eine Automatik ist ein Nichts. Nur das Rote selbst ist Bewusstsein. Jetzt habe ich natürlich einen Widerspruch, wenn ich immer behaupte, Auto ist ja was Existierendes. Ich behaupte, das ist ein Nichts. Dann könnte ich jetzt sagen, jetzt denke mal an ein Auto. Was ist das jetzt als Ding an sich? Ein Gedanke. Jetzt hast du mal das Geräusch Auto. Stimmt oder stimmt? Jetzt kannst du dir das bildlich vorstellen, aber was ist das Bild in deinem Kopf als Ding an sich? Eine Information, eine Form in dir, die lateinische Vorsilbe ist eine Verneinung, die eigentlich keine Form ist. Das Prinzip musst du verstanden. Es gibt kein Positiv ohne Negativ. Jeder, der dir irgendwie erklärt, dass er was besser machen will, der den Berg größer macht, muss zwangsläufig von innen was rausholen und es fällt um. Diese einfache Metapher. Meine Brille und Nicht-Brille. Wenn man es das erste Mal hört, das sollte dich interessieren und nicht diese ganze Streitereien. Du verbläst Energie ohne Ende. Und jetzt komme ich diesen Richter, du bist der Richter über alles und jeden, egal was du denkst, an wen du denkst, egal wo du dir denn jetzt hindenkst, ob du bestimmst doch, ob der noch lebt oder ob er nicht lebt. Du kannst dir Menschen denken und dann denkst du an etwas und sagst, den kenne ich nicht. Und ich weiß nicht, was der weiß. Es wird für dich immer so sein, wie du dir es denkst. Und dann denkst du dir welchen und sagst, der weiß ja doch viel mehr wie ich. Ein Gedanke kann nie mehr wissen, wie der Denker, der das denkt. Das sind Sachen, die ich immer wieder wiederhole. Ja, der Udo ist ja so gescheit. Ich sage, wir sind doch dasselbe. Das sind zwei. Auf der blauen Ebene sind wir dann auch zwei. Und dann sagst du, der Udo ist gescheit, dann bist du zwangsläufig der Depp. Oder manche, die Größenwahnsinn, ich weiß ja, ich weiß ja. Dann sind alle anderen die Deppen. Du nimmst immer nur eine Seite ein und begreifst nicht, dass du die Mitte der Geist bist, der sich beide ausdenkt. Du bist der Richter über alles und jeden und ich sage jetzt, deine Richtersprüche und Meinungen werde ich an dir vollstrecken. Ohne Wenn und Aber. Und jetzt, um das abzuschließen, ein altes Beispiel aus ganz alten Vorträgen, das ich nochmal sage. Du sitzt jetzt vor Gericht als Zeuge. Bitte lass es auf dich wirken. Und ich kann dir nochmal sagen, das, was ich dir jetzt sage, wenn du das verstehst und installierst, wird in kürzester Zeit, die es nicht chronologisch zu sehen ist, deine Welt um dich herum in eine absolute Zauberwelt verwandeln. Oberflächlich betrachtet bleibt es immer noch, du wirst immer noch an deinen Körper denken. Das heißt, ich hole dich deswegen noch nicht raus, ich mache dich noch nicht absolut wach. Aber jetzt kommst du in die letzte Phase deines Lebens, wo du wirklich zu lernen anfängst.
Die zwei Wachstumsstufen vorher bis zu die Wechseljahre sind eigentlich nur Spielerei. Du bist als Zeuge geraten und neben dir sitzt eine ältere Frau. Und die ist angeklagt als Lügnerin. Sie ist eine Lügnerin. Du bist nur Zeuge. Jetzt bitte folge mir ganz, ganz genau. Mir geht es um die Sache. Du stehst unter Eid. Und das, was dich abstraft, ist jeder Meinung. Das heißt, alles, was du als hundertprozentig sicher bewiesen ansiehst, alles, was du jetzt aufgrund dieses Glaubens, den du geistlos nachäffst, dir ausdenkst, den, wenn du das beschwören müsstest, du nur unter einen Meineid schwören würdest. Zum Beispiel, wenn du jetzt glaubst, du befindest dich auf einer Erdkugel. Ich frage dich und du sagst, das ist so, dann schwörst du einen Meineid. Jetzt sind wir wieder bei diesem Satz. Alles, was du an Wissen in dir trägst, das du vom Hörensagen kennst, über die Welt des Kleinen, das so klein ist, dass man es nicht empirisch wahrnehmen kann, dass man es nicht sehen kann, oder die Welt des Großen, das sich in einem makrokosmischen Bereich, den du auch nicht sehen kannst, befindet, angeblich. Alles, was man dir darüber erzählt, kannst du nur nachäffen, aber nicht beschwören, dass es so ist. Alles, was man dir über eine Vergangenheit erzählt, die du auch nur vom Hörensagen kennst, wo du nicht, jetzt muss ich sagen, als Geist bewusst dir das selbst gedacht hast oder wahrgenommen hast, wo du nicht anwesend warst, kannst du auch nicht beschwören. Du kannst nur beschwören, der hat behauptet, in dem Buch steht, in der Zeitung ist das und das gestanden, wobei ich jetzt wieder einen Sprung mache. Wie war das nochmal? 200 Menschen kriegen denselben Bericht und machen komplett unterschiedliche Auslegungen, obwohl sie dieselben Zeitungsbericht vor sich haben. Was jetzt im ersten Moment so unendlich kompliziert wird, wenn du das einmal verstanden hast, das ist so unendlich einfach, wie wenn ich sage, kannst du in deutscher Sprache lesen, sprechen und schreiben? Und du sagst ja. Das ist für dich eine absolute Selbstverständlichkeit, wo du nicht einen, ich sage mal, bewusst arbeitstechnischen Gedanken dabei denkst, wenn du es magst. Du magst es ganz einfach, weil es installiert ist. Was meinst du, wie deine Traumwelt aussieht, wenn du Holofeeling installiert hast? Ich sage dir gleich, du kannst dir das so wenig vorstellen, wie du irgendeinem frisch abgenabelten Baby erklären kannst, was körperlicher Sex ist oder wirkliche Freude ist, wenn man zusammensitzt und geistreich Witze sich erzählt. Was ein herzhaftes Lachen ausmacht, ein köstliches Essen ausmacht, wenn du was genießt, das kannst du einem frisch abgenabelten Bäumen, Säugling nicht erklären. Ich mache dich jetzt auf was neugierig, was nichts zu tun hat mit einem ausgedachten Himmelreich, was das Gegenteil von der Hölle ist, wo alle hinwollen. Wie war das hier mit oder die 72 Jungfrauen, die dich erwarten, wenn du ein geiler Bock bist? Du wirst feststellen, dann schicke ich dir 72-Jährige, die keine Zähne mehr im Mund hat. Geil. Also du sitzt jetzt vor Gericht, du bist als Zeuge geladen, du stehst unter Eid. Lass uns das ganz kurz noch durchspielen, dass du das Problem erkennst. Die Angeklagte wird als Lügnerin angeklagt und der Richter fragt dich jetzt, und ich mache ganz einfach über das auf Finn Selbstgespräch, die fragt dich jetzt, diese Frau behauptet, sie hat dich auf die Welt gebracht. Was sagst du dazu? Das ist deine Mutter. Deine Logik sagt, das ist meine Mutter. Deine Logik sagt, das ist meine Mutter. Du bist entsetzt, du bist absolut, du bist ein totales Mamakind und jetzt wird die angeklagt als Lügnerin und jetzt bist du als Zeuge geladen und jetzt kommt der ganz eigentliche, der Dichter sagt, sie behauptet unter anderem, dass sie dich auf die Welt gebracht hat. Du bist als Zeuge geladen, du stehst unter Eid. Was sagst du jetzt? Wie war das nochmal? Alles, was du nicht mit eigenen Augen gesehen hast, was du nicht erlebt hast, kannst du nur sagen, man hat mir erzählt. Man hat mir erzählt, das hat man mir erzählt, aber kannst du es beweisen? Kannst du es beschwören? Jetzt wissen wir ja mit Holofeeling, dass es eh das, an das du jetzt denkst, wenn du jetzt an deinen Körper denkst, hat mit Sicherheit nicht in der Vergangenheit irgendeine Frau zwischen den Beinen rausgequetscht. Du musst jetzt schon voll in dieser extrem trügerischen, materialistisch-evolutionären Logik dich als ein Trockennasenaffen denken, der hier an der Matrix von einer Frau in einer Gebärmutter entstanden ist. All das ist ein Konstruktprogramm, das Vorstellungen in dir aufbaut. Hättest du ein anderes Programm, würden andere Bilder in dir auftauchen. Im Anfang ist das Programm, die Logik, es ist nicht unabhängig vom Programm irgendwas auf dem Bildschirm oder ich sage, es gibt keine Welt da außen, unabhängig von dem, der sich die Welt ausdenkt.
Das ist die Falle auch der Religionen. Es ist kein Unterschied, ob du an religiösen chronologischen System, an esoterischen, das dir was von Chakren erzählt oder sonst was. Es sind alles tiefgläubige Materialisten, die unbewusst chronologisch denken und meinen, sie haben mit dem, was sie denken, nichts zu tun. Und das ist jetzt so ein Satz wie unendlich geistlos ist ein Geist, der meint, er hat mit dem, was er denkt, nichts zu tun. Wer sollte denn einen Satz, den ich seit 30 Jahren jetzt in der Transversalen, 30 Stockwerke tiefer schon erzählt habe. Einige sind mit mir hochgegangen. Viele stecken, die große Masse steckt noch in der Matrix. Die sind noch nicht mal, die haben noch nicht mal den Nullpegel erreicht. Dass sie aus dem tiefsten Innern herausschauen. Das ist meine Schimmelpilzkolonie, das sind die Weißen deiner Welt. Weil die ja noch nicht mal die Oberfläche des Geistes erreicht haben. Also gut, du kannst jetzt sagen, man hat mir erzählt. Und jetzt pass auf, ein ganz interessant, wenn du jetzt sagst, ich glaube. Ja, haben Sie es gesehen? Ich sage, gute Frau, wenn du eine Frau jetzt die Rolle einer Frau spielst, oder guter Mann, wenn du die Rolle eines Mannes spielst, du bist Geist. Geist ist nicht irgendein Gedanke, weder ein männlicher Gedanke noch ein weiblicher Gedanke. Dann sagt der Richter zu dir, mich interessiert überhaupt nicht, was Sie glauben. Glauben heißt nichts wissen. Mich interessiert dann etwas, der oder der gesagt hat, was Sie gehört haben. Haben Sie es gesehen oder haben Sie es nicht gesehen? Haben Sie es erlebt oder haben Sie es nicht erlebt? Alles andere vom Hörensagen interessiert mich nicht. Sie sind als Zeuge geladen. Sagen Sie ja oder nein? Stimmt oder stimmt? Und den Zustand solltest du dir jetzt aneignen, dass du alles, was du denkst, dir genau bewusst machst, warum du das jetzt denkst. Wieso denkst du eigentlich, dass du auf einer Erdkugel bist? Kannst du es beschwören? Wieso denkst du eigentlich, dass du ein Affe bist, dass du dieser Körper bist. Kannst du beschwören, dass der Körper, an den du jetzt denkst, jetzt mal wieder denk an deine Schnipp, an deine zwei Beine und wackel mit den Zehen an den Beinen. Mach das richtig kräftig, jetzt baut sich in dir ein Gefühl auf. Aber schau mal, wo das Gefühl ist. Ist das irgendwo da unten? Es muss doch deine Information sein. Das sind, es ist ein unendlich trügerisches, logisches Konstrukt. Und das, was ich jetzt erzähle, erzähle ich nur den Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Und wenn du jetzt als Brösel und der Brösel auch nur ansatzweise glaubst, dass irgendeine Figur eine sinnlich wahrgenommene Information das auch verstehen könnte, vergiss es. Selbst wenn jetzt welche auftauchen, schau, die Pixelmännchen nicken jetzt ganz interessant gerade, um die extrem intensiv Spur zurück haben genickt, hast du das gesehen? Ich könnte jetzt dann zum Beispiel sagen, angenommen, du Geist hast jetzt das Nadia-Programm laufen. Ist dir aufgefallen, dass du so gemacht hast? Hast du dir das rausgesucht, dass du das so gemacht hast? Oder ist es einfach nur passiert? Es ist auf dem Film drauf, es ist auf dem Film doch jetzt drauf, dass die nickt. Aber das im Hintergrund, der Film ist doch etwas, ist doch ein Programm. Das macht das Programm. Du hast ein Ja. Programm, alles macht dieses Programm. Du hast dann die absolute Macht, wenn dir nichts mehr etwas macht und du die Macht hast, das Programm zu erweitern. Ich sage nicht zu verändern, sondern zu erweitern. Alle wollen irgendwas verändern, von da nach da, es muss so, darf es nicht sein, so muss sein. Holo-Feeling verändert nichts, absolut überhaupt nichts an dem, was ist. Es erweitert. Es macht was vollkommen Neues zu tun. Ich verändere mein Haar nicht, wenn ich aus dem einen Buchstaben, wo ich meine, das ist schon die Weisheit der Welten, wenn ich aus den einen Buchstaben, der ist so weit weg von einem Alphabet, dass ich zumindest ein Wort mache, das Wort Haus, dann tue ich AUS. Nochmal drei Buchstaben dazu machen. Ich verändere übrigens an diesem Wort nichts, wenn ich jetzt einen Satz daraus mache, du bist das Haus Gottes, in dem ich jetzt wohne. In dem sich alles abspielt. Ab ist Gott, der Vatergott. Und der spielt mit dir, mit seinen Kindern. Wir spielen Leben in einer unendlichen Vielfalt und Variation in Reichtum. Und all das, was ich jetzt erzähle, ist weder ein esoterisches noch religiöses Geschwätz. Wenn du dich bemühst, diese Gedanken mitzugehen, nickst du eigentlich bei jedem Satz, weil du sagst, es stimmt eigentlich, was der sagt. Selbstverständlich stimmt es, weil ich rede von dem, was jetzt ist. Ich versuche dich darauf hinzuweisen, was jetzt da ist und wie du ständig extrem individuell interpretierst, zwanghaft und meinst deine Interpretationen, du hast damit nichts zu tun. Und Schuldzuweisung. Du denkst dir Deppen aus und regst dich über die Deppen auf, die gar nicht existieren würden, wenn du sie nicht denken würdest. Ich sage, es sind Spiegelbilder von dir selber, darum lasse ich dir ständig solche Idioten auftauchen. Rechthaber auftauchen. Und umso mehr du dich über Rechthaber aufregst, merkst du gar nicht, dass du damit nicht einverstanden bist. Dass du ständig reagierst, bis hin
Ich erwähne nochmal diese bösen Menschen, die Hasser, diese ganzen Hater, dann auch wenn du so ein Gefühl von Demut hast, du musst die hintere Seite sehen, wie du voller Feindbilder bist. Dann gibt es diese unendlich scheinheiligen Christen, wo doch ein Gebot ist, liebe deine Feinde, liebe alles Böse, alles Schlechte, weil das auch der Freund ist, unser Ra und Ra. Dasselbe Wort im Hebräischen, der Nächste, der Freund und die Böse und die Schlechtigkeit, wobei das Schlechte ist schlecht, schlecht. Schlecht ist doch nicht das Gegenteil von gut. Du musst vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen. Das ist das Prinzip. Das ist die wirkliche Weisheit. Und Shin, schlecht beginnt doch schon mit Shin El. Wenn du jetzt reingehst, das ist der Logos, Shin. Dieser Logos ist das Licht. Ich sage immer die Lampe im Projektor. Was verändert sich eigentlich an der Lampe im Projektor, wenn du im Kino bist? Nichts. Nur die Bilder, die flackern, verändert sich und die Projektionsdias. Das ist das Prinzip, wo ich dir gerade erklärt habe. Die Lampe selber, das ist das rote Ich. Es verändert sich übrigens auch nicht, wenn du einen anderen Film laufen lässt. Dann sind andere Bilder. Dann ist eine Mittelalterwelt da, Science-Fiction-Welt da. Du bist immer derselbe Leser. Das ist das rote Ich. Das sind diese kleinen Metaphern, die ich jetzt innerhalb deiner Logik, die du fassen kannst. Ich rede von was vollkommen Neuem. Und hör auf, Meineide zu schwören. Du kannst dein Leben ganz normal weiterleben und mach dir jeden Moment bewusst, kann ich das beschwören, ohne an Meineid zu schwören? Was feststellen, du wirst überhaupt nichts mehr glauben. Weil alles, was du außer dem Hier und Jetzt unmittelbar wahrnehmen kannst, jetzt sage ich wieder Schnipp und jetzt schaust du bitte auf dem Monitor diese Pixelmännchen an. Und dann wirst du feststellen, das sind jetzt drei Pixelmännchen auf dem Monitor und da haben alle drei jetzt natürlich ganz bewusst Pixelmännchen und eine Brille. Und während du jetzt die eine Brille anschaust und die andere, werden sofort die anderen zwei unscharf. Veränder einfach mal den Fokus. Es verändert sich aber nicht das Geringste auf dem Monitor selber. Aber was passiert jetzt, wenn du über diesen Monitor hinweg schaust, in das Zimmer reinschaust? Wo war jetzt eigentlich das? Mach ein scharfes Bild raus. Schreib, wo war jetzt eigentlich das hinter dem Monitor die ganze Zeit? Es hat nicht existiert. Es war da, auf der Datei, aber nicht auf dem Bildschirm, nicht in dem Fokuspunkt, wo du warst. Der ständige Wechsel von Bildern, was hat jetzt der an dem verändert, der sich das anschaut? Gar nichts. Du bist immer dieses selbe Nichts, dieses Nicht-Denkbare. Nicht das Gehirn, nicht die Augen, nicht die Ohren. All die Sachen sind nur, wenn sie auftauchen, sind sie da. Dieser ständige Wechsel. Es gibt so einen unendlichen Frieden, wenn du wirklich im tiefsten Innern verstehst, dass du dich dein ganzes jetzt ausgedachtes Leben, und was denkst du, wenn du an dein Leben denkst? An die Worte mein Leben. Mehr ist in dem Moment nicht da. Und jetzt musst du wieder aus dem Riesenoper her, wie ich in die Schule gekommen bin, wie ich in Frankreich war, wie ich in Almena war. Es hängt aber von dem Intellekt ab, den du zum Denken benutzt, weil der Roman, dieses Programm zwingt dir ganz, ganz gewisse Bilder auf, wo du sagst, das ist mein Leben. Aber es sind immer nur Facetten, die auftauchen. Für einen kleinen Moment und für den nächsten Gedanken musst du schon wieder den bestehenden Gedanken opfern. Es ändert an dir nichts. Vor was hast du Angst? Dass du dich auflöst? Nichts kann sich nicht auflösen. Ich erkläre dir mit Holofeeling, was du selbst bist. Du bist Geist vor meinem Geist. Und nicht, was du glauben sollst und was richtig und verkehrt ist. Es ist einfach nur in dem Moment, wo es ist. Mom. Mom. Hebräisches Wort für viel. Es fällt in dem Moment, ohne dass es fehlt. Weil du denkst es dir aus und es ist trotzdem in dir drin. Und alles, was auftaucht, ist auf einer tieferen Ebene immer gleichzeitig, so wie die ganzen Worte in den Büchern, in den Bücherregal, wenn du dir das jetzt denkst. Egal in welchem Buch, auf welcher Seite, welches Wort du jetzt zu einer Vorstellung machst, im Hintergrund ist immer alles gleichzeitig. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Aber wir wissen das ja mittlerweile. Aber nur wir zwei. Und Bitch.